Bogda möchte ich Sie begrüßen zur heutigen Informationsveranstaltung, die sich um die Frage dreht, war der Holodomor, also übersetzt, der ukrainische Hungertod in den Jahren 1932 und 1933 ein Völkermord? Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle die Vertreter des Co-Gastgebers, des Arbeitskreises für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, das ist zu meiner Rechten, der Leiter des Arbeitskreises Jürgen Braun und zu meiner Linken Anton Friesen. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte insbesondere auch von den Vertretungen der Botschaft noch begrüßen die Frau Gesandte, Frau Tibinka, schön, dass Sie da sind, den Luftwaffen- und Marineattaché, Herr Kapenko, schön, dass Sie da sind und guten Abend auch insbesondere an Frau Konopenko. So, wir wollen uns heute ein umfassendes Bild über die Lage verschaffen, über die Frage, war der Holodomor ein Völkermord? Und um uns heute ein umfassendes Bild über die historischen Fakten und Kontroversen auch zeichnen zu können, freuen wir uns ganz herzlich, einen ausgewiesenen Experten gewonnen zu haben. Und der sitzt neben mir. Das ist der Herr Professor Dr. Gerhard Simon. Schön, dass Sie uns heute Abend beehren. Unser zweiter Referent, wir hatten auch eine zweite Zusage von Herrn Matthias Dornfeld, der musste leider kurzfristig absagen, krankheitsbedingt. Aber von hierher, falls er zuschauen würde, möchten wir Sie grüßen und gute Besserung wünschen. Ein herzlicher Dank geht vorab auch an die Mitarbeiter der beiden Arbeitskreise, die das heute ausrichten. Der Mitarbeiter des AK Petition, Markus Plattner und Mandy Walter, und der Mitarbeiter des AK Menschenrechte, der das auch federführend geleitet hat, Herr Christoph Spielberger. Vielen Dank für die Organisation der Veranstaltung. Ja, liebe Gäste, Sie fragen sich wahrscheinlich, warum wir das Thema Holodomor ausgerechnet zu dem jetzigen Zeitpunkt und ausgerechnet im Deutschen Bundestag beleuchten möchten. Dazu ist zu sagen, dass wir den heutigen Vortragsabend mit anschließender Diskussion anlässlich einer öffentlichen Petition behandeln. Und zwar hat die Petition das Anliegen, der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass der Holodomor in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933 ein Genozid an dem ukrainischen Volke war, verursacht durch das sowjetische Regime unter der Führung von Stalin. Das ist das Anliegen. Zu dem Thema möchten wir uns heute einen näheren Einblick auch verschaffen. Und dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass die Petentin, nachdem sie, das ist übrigens eine in München lebende Frau mit ukrainischer Herkunft, die diese Initiative gestartet hat, diese öffentliche Petition auch eingegeben hat an den Deutschen Bundestag. Und nachdem das eben im letzten Jahr, im Dezember 2018 noch der Fall war, haben wir in diesem Jahr, 2019 im Mai, diese Petition zur Mitzeichnung gehabt im Deutschen Bundestag. Und es haben insgesamt 73.000 Menschen mitgezeichnet. Und Sie müssen sich vorstellen, im Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag ist das Quorum bei 50.000 Mitzeichnern. Wenn dieses Quorum erreicht wird, dann gibt es eine öffentliche Anhörung. Und diese öffentliche Anhörung gibt es schon nächsten Montag. Das heißt, es ist ein wirklich sehr guter Zeitpunkt, den wir heute für unsere Veranstaltung, glaube ich, gewählt haben, dass wir mit frischen Gedanken und mit frischem Input dann diese Anhörung auch uns vornehmen. Berichterstatter der AfD-Fraktion ist Detlef Spangenberg im Petitionsausschuss, möchte ich auch zu meiner Linken begrüßen nochmal. Und wie es der Zufall so will, am nächsten Montag wird die Petentin auch einen Beistand haben, und ohne es mit ihr auch abzusprechen, hat sie sich für den gleichen Sachverständigen entschieden, den wir auch heute Abend zu Gast haben, nämlich den Herrn Professor Simon. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge. Herr Simon, Sie bekommen also schon mal einen Vorgeschmack auf die Fragen der Abgeordneten, die Sie dann erwarten am nächsten Montag. So, um zum Thema zu kommen, soll man den Holodomor als Völkermord anerkennen?
Diese Frage wollen wir insbesondere auch allen Kollegen der Fraktion und auch im Deutschen Bundestag generell den mitarbeitenden Stäben auch anbieten. Denn diese Frage könnte auch sehr bald im Plenum behandelt werden mittels eines Antrages einer Fraktion. Und deswegen sind wir, glaube ich, früh dran, uns dort schon mal ein umfassendes Bild zu verschaffen. Denn alle Bundestagsabgeordneten müssen wissen, möglicherweise gibt es dazu auch eine namentliche Abstimmung, wie es vor einigen Jahren der Fall war bei der Frage, war eben die Verfolgung der Armenier durch die Türken ein Genozid. So, dieses Thema war der Holodomor. Ein Völkermord ist natürlich, müssen wir dazu sagen, ein umkämpftes Thema, insbesondere zwischen den Nationen Ukraine und Russland. Ich will gar nicht zu sehr einsteigen. Die Veranstaltung, will ich nur sagen, soll aber natürlich auch insbesondere dazu geeignet sein, dass wir als Alternative für Deutschland mit unseren besonderen Beziehungen zu den beiden Nationen, zur Ukraine und auch zur Russischen Föderation, diese Beziehungen auch nochmal Auftrieb verleihen wollen. Das ist unser Ziel des heutigen Abends, und mit diesen einleitenden Worten möchte ich auch schon überleiten zum Arbeitskreisleiter für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Jürgen Braun. Bitte schön. Vielen Dank, lieber Johannes, für die einleitenden Worte. Und bevor wir zum Hauptreferenten des heutigen Abends kommen, gibt es noch eine weitere Person, die durchaus sehr wichtig ist. Das ist unser sehr geschätzter Kollege Dr. Anton Friesen, der auch Mitglied des Arbeitskreises Menschenrechte ist und des Arbeitskreises Auswärtiges. Und der ist auch stellvertretender Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Und er spricht jetzt ein kurzes Grußwort. Bitte, Anton. Ja, vielen Dank erstmal auch an die beiden Kollegen. Ich begrüße natürlich auch alle Vertreter der Botschaften ganz herzlich zu dieser Veranstaltung, und ich freue mich sehr, dass wir so einen hochkarätigen Osteuropa-Experten und Osteuropa-Historiker gewonnen haben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Ich denke, allgemein müssen wir bei dieser sehr schwierigen und politisch umstrittenen Fragestellung zwischen zwei Sachkomplexen unterscheiden. Zunächst einmal auf der ursprünglich inhaltlichen Ebene müssen wir unterscheiden zwischen der Fragestellung, ob eben das, was dort stattgefunden hat in den Jahren 32 und 33, ein Genozid oder ein Soziozid gewesen ist. Also war das ein Völkermord an einer bestimmten Ethnie, in dem Fall an den Ukrainern, oder war das eine Art von Klassenmord, der sich einreiht in den Krieg, den das bolschewistische Regime gegen das Bauerntum geführt hat, seit seiner Entstehung und seit der Bildung auch eben der Sowjetunion im Zuge des Bürgerkrieges. Das ist die erste Frage, die es zu behandeln gibt. Also wenn es ein Genozid gewesen ist am ukrainischen Volk, dann müsste man auch nachweisen, dass es über dieses Element der Vernichtung des Bauerntums hinaus auch Züge einer gezielten Bekämpfung des ukrainischen Nationalbewusstseins getragen hat. Also die Zerstörung der ukrainischen Kultur und Identität. Das ist der erste Fragekomplex. Und der zweite Fragekomplex, der davon dann nochmal zu unterscheiden ist, ist natürlich die Frage, wenn es ein Völkermord war, ein Genozid war, ob es dann einer politischen Anerkennung, einer staatlich-politischen Anerkennung braucht. Das ist natürlich eine Frage, die sich immer wieder stellt. Die Frage hatte man im Deutschen Bundestag vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit der schon angesprochenen, dem schon angesprochenen Antrag zu dem Völkermord an den Armeniern. Also anders gesagt, welche Implikationen, rechtliche Implikationen gibt es, wenn es als politisch auch als ein Völkermord anerkannt wird? Gibt es da Möglichkeiten zum Beispiel zur Entschädigung etc.? Wie sinnvoll ist eine politische Anerkennung überhaupt? Oder wäre es eben sinnvoller, das Ganze im Rahmen des wissenschaftlichen, historischen Diskurses zu belassen und vielleicht eher dem politischen Geschehen zu entziehen? Ich denke, das sind die beiden großen Fragekomplexe, und ich freue mich einfach auch, dass wir durch einen hochkarätigen Experten dann näher in die Thematik eingeführt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Anton Friesen. Bevor wir zum Professor Dr. Gerhard Simon kommen mit seinem Hauptvortrag über diese wirklich schwierige und schwerwiegende Thematik, möchte ich ein paar einleitende Worte noch selber sagen. Also ich freue mich, dass er hier ist. Sie sind eine lebende Legende der Ostwissenschaften im europäischen Raum. Ich erinnere mich noch als Student, obwohl ich ja Jurastudent bin und nicht das Thema jetzt nun gewesen bin, habe ich schon in den 80ern viele Aufsätze von Ihnen gelesen, um mich über Sowjetunion und so weiter zu informieren. Und Sie sind 1967 haben Sie promoviert zum Dr. Phil an der Universität Hamburg. Ihre Habilitation war 1985 an der Universität zu Köln für neuere und osteuropäische Geschichte. Und Sie waren seit 1968 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien in Köln. Wir haben immer gesagt, das Ostinstitut, weltweit auch führend auf dem Gebiet, Leiter des Forschungsbereichs Russland und andere Staaten der GUS dann bis 2000. Das heißt, Sie haben hier, lassen mal vieles weitere weg, das würde sonst den Abend füllen, was Sie alles so gemacht haben, was Sie alles geschrieben haben. Und dennoch, obwohl Sie so herausragend qualifiziert sind, gerade auch für dieses Thema, gilt natürlich wie immer bei diesen Veranstaltungen, das habe ich auch bei Professor Desayas letztens wieder gesagt, es gilt immer, von uns eingeladene Experten vertreten den eigenen Standpunkt und nicht notwendig den Standpunkt der AfD-Bundestagsfraktion. Es gibt immer gerne, so im parteipolitischen Raum wird das immer gerne verwechselt. Sie sprechen nicht als Politiker, wir sind die Politiker, aber Sie sprechen uns als Experten, die von uns eingeladen sind. Und deswegen, ich freue mich, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Es geht nicht um ein modisches Thema. Es geht nicht darum, auch nicht darum, was aktuell in der Außenpolitik gewünscht ist oder auch nicht. Es geht nicht darum, dass wir Russland unterstützen oder dass wir die Ukraine unterstützen. Es geht um die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es geht um schreckliche Verbrechen in der Sowjetunion. Über die wollen wir aufklären. Wir wollen Meinungsbildung ermöglichen zu diesem Thema mit dieser Veranstaltung, bevor es im parlamentarischen Raum in der nächsten Woche dann auch wirklich diskutiert wird. Wir setzen vielseitige Bildung als Grundlage für politische Entscheidungen. Es geht uns um die ganze Wahrheit, so weit wie möglich. Der große Michail Woslenski hat es genannt, Stalins Klassenmord in der Ukraine. Ich knüpfe jetzt an die Worte von Anton Friesen an. Der andere große, Robert Conkes, der ein großes Buch dazu geschrieben hat, Stalins Holocaust in der Ukraine, Ernte des Todes, vor 30 Jahren erschienen. Ich habe es damals als Student mir in der Taschenbuchausgabe natürlich nur gegönnt. Und grundlegendes Werk noch heute. Wir wissen alle, es sind unbestritten Millionen Menschen ums Leben gekommen durch diese Politik der Sowjetunion unter Stalin. Und wie das nun im Einzelnen zu bewerten ist und einzuordnen ist, dazu erteile ich das Wort an den, der es besser kann als ich, an Professor Simon. Bitte schön. Danke sehr, Herr Braun, für die freundliche Einleitung. Verehrte Bundestagsabgeordnete, Gäste dieser Abendveranstaltung, ich bedanke mich für Ihre Einladung. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, in diesem Kreise, in dem ja sonst Politik gemacht wird, wissenschaftlich distanziert und mit einer gewissen Kälte vielleicht, das eine oder andere hier mit Ihnen zu besprechen. Die Wissenschaft, denke ich, sollte insofern mit Politik verbunden sein, als sie beitragen, sie soll jedenfalls den Versuch unternehmen, dazu beizutragen,
den Politikern und denjenigen, die politische Entscheidungen zu treffen haben, Argumente, Ideen an die Hand zu geben. Was schlussendlich die Entscheider mit den Ideen, die die Wissenschaftler so alle vortragen, machen, ist dann nachher ihre Sache. Unsere und ihre Aufgaben sind nicht die gleichen, aber eine Zusammenarbeit ist allemal möglich, nötig. Und ich bedanke mich dafür, dass wir heute hier zusammensetzen können, um den Versuch zu machen, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen. Und lieber Herr Friesen, ich werde auch versuchen, auf die Fragen, die Sie sehr mit Recht betont haben, einzugehen. Ich beginne mit ein paar elementaren, einleitenden Fakten. Denn ich weiß nicht, ob allen von Ihnen die Sachverhalte so präsent sind. Zu Beginn der 1930er Jahre wurde die Sowjetunion von einer schweren Hungerkatastrophe heimgesucht. Die Zahl der Opfer, dieser Hungersnot zu Beginn der 30er Jahre war wesentlich höher als die Zahl der Opfer der vorausgegangenen und der nachfolgenden Hungersnot, der vorausgegangenen Hungersnot von 1921 und der nachfolgenden Hungersnot nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1946-47. Aber auch die Ursachen und der Verlauf der großen Hungersnot von 1932-33 unterscheiden sich grundsätzlich von den anderen Hungerkatastrophen. Nach heutigem Forschungsstand, und damit will ich gleich am Anfang wesentliche Fakten setzen, nach heutigem Forschungsstand sind 6 bis 7 Millionen Menschen verhungert in diesen 2 oder 2,5 Jahren. Wenn ich von 6 bis 7 Millionen Opfern spreche, dann rechne ich in diese Zahl nicht ein, wie es manche Forscher tun, die Zahl der sozusagen nicht, die Zahl der Ungeborenen. Denn es ist völlig klar, dass diese Hungersnot ein gewaltiger demografischer Einschnitt auch war. Es wurden viele Kinder eben nicht geboren und kluge Demografen sind in der Lage, das hochzurechnen und nicht geboren, also mit einzubeziehen in die Zahl der Opfer. Ich tue das hier nicht. Alle Zahlen, die ich Ihnen nenne, sind sozusagen die Rohzahlen, wenn Sie so wollen, und die sind grässlich und schrecklich genug. Von diesen 6 bis 7 Millionen Opfer der großen Hungersnot entfallen auf die Ukraine nach heutigem Forschungsstand 3,9 Millionen Menschen. Diese große Hungersnot ist ganz generell, mit diesen Zahlen gehört sie zu den größten humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts. 3,9 Millionen also in der Ukraine. Die wichtigsten anderen Hungerregionen in der Sowjetunion waren Kasachstan, wo 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen den Hungertod starben, dann die Wolga-Region. Und hier an der Wolga war das Zentrum des Hungers die autonome Republik der Wolgadeutschen. Und schließlich der nördliche Kaukasus, wo es einen beträchtlichen ukrainischen Bevölkerungsanteil gab. In der Region Kuban stellten die ukrainischen Kosaken die Bevölkerungsmehrheit. Der Hunger wütete vor allem in den Getreideanbaugebieten. Die mit Abstand größte Gruppe der Opfer, das wurde schon angedeutet, waren Dorfbewohner. Die meisten Menschen starben in der ersten Hälfte des Jahres 1933. Nirgendwo, außer in Kasachstan, war die Zahl der Opfer relativ zur Bevölkerung so hoch wie in der Ukraine. Nach heutigen Berechnungen starben 14,9% der ländlichen Bevölkerung der Ukraine den Hungertod. Ungefähr 80% der ländlichen Bevölkerung der Ukraine waren ethnische Ukrainer. In Russland blieb die Zahl der Opfer deutlich geringer.
Etwa 3% der ländlichen Bevölkerung starb in Russland den Hungertod. Insbesondere also in diesen Regionen Wolga und nördlicher Kaukasus, aber auch westliches Sibirien. Den höchsten Blutzoll zahlten die Kasachen. Hier hatte die Hungersnot jedoch ganz andere Ursachen und gehört in ganz andere politische und demografische Zusammenhänge als in der Ukraine und im Rest der Sowjetunion. Denn in Kasachstan war die Hungersnot die unmittelbare Folge der zwangsweisen Sesshaftmachung der Nomaden. Was waren die Ursachen für die Hungerkatastrophe? Die zwangsweise Kollektivierung des sowjetischen Dorfes hatte in den Jahren 1929 bis 1931 die Landwirtschaft ruiniert. Sie hatte zu einem Rückgang der Ernteerträge und der Produktivität geführt. In vielen Regionen, insbesondere in der Ukraine, hatten sich die Bauern auch gewaltsam gegen die Kollektivierung zur Wehr gesetzt. Für Stalin und seine Führungsmannschaft waren die Bauern der Feind. Ihre Bestrafung durch Hunger erschien als ein probates Mittel, um jeden möglichen Widerstand auch in der Zukunft auszuschließen. Aber es geht nicht nur um die Bauern, ich komme gleich darauf zurück. Die Regierung reagierte auf den Rückgang der Ernteerträge mit der Wiedereinführung der Getreiderequirierungen, wie sie in der Zeit des Bürgerkrieges und des sogenannten Kriegskommunismus zu Beginn der 20er Jahre üblich gewesen waren. Das heißt, die Bauern bzw. die Kolchosen mussten den Großteil der Ernte zu staatlich festgesetzten niedrigen Preisen abliefern und behielten lediglich den Rest. Der Rest, der am Ende nur noch eine Hungerration war. Mit den requirierten Ernteerträgen wurden die Städte versorgt, in denen in diesen Jahren des ersten Fünfjahrplans die Schockindustrialisierung ins Werk gesetzt wurde. Außerdem exportierte die Sowjetunion Getreide, um Industrieausrüstungen im Westen zu kaufen. Die Bauern zahlten also mit ihrer Arbeit und dann auch mit ihrem Leben die Industrialisierung der Sowjetunion. In der Ukraine kam zu diesen genannten Aspekten nun ein wichtiger weiterer hinzu. Seit dem Sommer 1932 betrachtete Stalin den Hunger als ein Instrument, um die nationale Frage in der Ukraine zu lösen und den Ukrainern ein für alle Mal jeden Gedanken an politische Autonomie oder gar Selbstständigkeit von Moskau auszutreiben. Im zurückliegenden Jahrzehnt, in den 20er Jahren, hatte die Ukraine einen erheblichen Aufschwung erlebt, wirtschaftlich, kulturell, sprachlich. Das Selbstbewusstsein, insbesondere der ukrainischen Nationalkommunisten, war gewachsen. Sie, diese Nationalkommunisten in Charkiw, Charkiw war damals die Hauptstadt der sowjetischen Ukraine, nicht Kiew. Die ukrainischen Nationalkommunisten strebten den Aufbau des Sozialismus in den Farben der Ukraine an. Und sie hatten anfangs durchaus dafür Rückendeckung aus Moskau. Jetzt aber, zu Beginn der 30er Jahre, kehrte eine andere Zeit ein. Stalin witterte die Gefahr, nicht ganz zu Unrecht, dass hier in Charkiw in der Ukraine ein zweites Machtzentrum seine unbeschränkte Diktatur in Frage stellen würde. Im Widerstand gegen die Getreiderequirierungen sah er national-ukrainischen Widerstand gegen Moskau am Werk. Ich zitiere: Wenn wir jetzt nicht uns daran machen, die Lage in der Ukraine in Ordnung zu bringen, dann können wir die Ukraine verlieren, schrieb Stalin am 11. August 1932 an Lazar Kaganowitsch, einen seiner engsten Mitarbeiter. Der nationalukrainische Widerstand war nach Stalins Überzeugung vor allem in der Kommunistischen Partei der Ukraine verwurzelt, dann aber auch in der Kultur
und im ukrainischen Bildungswesen. Außenpolitisch strebten die Ukrainer nach Stalins Einschätzung ein Bündnis mit dem Polen Piłsudskis an. Alles lief nach Stalins Meinung und Einschätzung hinaus auf weg von Moskau. Im Sommer 1932 zeichnete sich die kommende Hungersnot bereits deutlich ab, schon seit dem Jahre 31. Und Stalin war über diesen Sachverhalt, das wissen wir aus den Geheimdienstberichten, in vielen Einzelheiten genau informiert. Statt aber Hilfsmaßnahmen für die hungernden Regionen einzuleiten, entschied die bolschewistische Führung, den Hungerterror zu nutzen, um die Lage in der Ukraine, wie Stalin formulierte, in Ordnung zu bringen. Die Hungersnot wurde damit zum Holodomor. Mit diesem ukrainischen Terminus wird seit Ende der 1980er Jahre diese große Hungersnot bezeichnet. Das Wort, das ukrainische Wort heißt etwa ins Deutsche übertragen, durch Hunger zu Tode bringen. Eine Kaskade von geheimen Dekreten, meist geheimen Dekreten der Partei und Staatsführung führte 1932/33 dazu, dass die Opferzahlen in die Höhe schossen. Zugleich wurde die Politik der Ukrainisierung in der gesamten Sowjetunion zurückgefahren. Eine umfassende Säuberungswelle zeitgleich mit dem Hunger zerschlug die sowjetischen Verwaltungsstrukturen, aber auch das Bildungswesen und das Kulturleben in der sowjetischen Ukraine. Eine Reihe von konkreten Maßnahmen in der Ukraine führte dazu, dass der Hunger zum Holodomor wurde. Lassen Sie mich einige dieser Maßnahmen kurz anführen. Im November 1932 verhängte die ukrainische Parteiführung gegen Kolchosen, die mit der Ablieferung der Ernte im Rückstand waren, sogenannte Naturalstrafen. Etwa 90% der Kolchosen waren davon betroffen. In der Praxis bedeutete das, dass die bewaffneten Requirierungskommandos in den Dörfern jetzt nicht nur die Getreideernte und nicht nur die Ernte beschlagnahmten und wegführten, sondern sämtliche Nahrungsmittel aus den Dörfern entnahmen, einschließlich Gartengemüse oder getrocknete Pilze, was immer sie finden konnten. Mit diesen Requirierungsmaßnahmen wurden die Bauern praktisch dem sicheren Tod ausgeliefert. Außerdem dekretierte das ukrainische Zentralkomitee die Einführung von sogenannten schwarzen Listen. Auf diese schwarze Listen wurden Dörfer gesetzt, die eben ihr Ablieferungssoll nicht erfüllt hatten. Aus diesen Dörfern auf den schwarzen Listen wurden sämtliche Lebensmittel entfernt und es wurden nicht nur die Lebensmittel entfernt, es wurden sämtliche Ladengeschäfte in diesen Dörfern geschlossen. Es gab also dort nichts mehr zu kaufen. Es wurde nichts mehr gehandelt, auch keine Streichhölzer mehr. Die Dörfer wurden also einem vollständigen Boykott und Blockade unterworfen. Im Januar 1933 schließlich erging an alle Partei- und Staatsorgane eine geheime Direktive, die die Ukraine und den Nordkaukasus voneinander und von der übrigen Sowjetunion abriegelte. Das bedeutete, dass die hungrigen Dorfbewohner jetzt nicht mehr in der Lage waren, ihre Dörfer, ihre Region zu verlassen, auf der Suche nach Nahrungsmitteln irgendwo hinzugehen oder irgendwo hinzufahren. In der Ukraine wurde zeitweise der Verkauf von Eisenbahnfahrkarten eingestellt. Nur in der Ukraine, und das ist wichtig für unseren Zusammenhang, nur in der Ukraine verband Stalin den Hunger direkt mit der nationalen Frage. Wenn örtliche Funktionäre Widerstand gegen unerfüllbare Ablieferungsquoten leisteten, und das taten sie, und Stalin wusste das, darüber gab es eine Menge Geheimdienstunterlagen, die Stalin sozusagen täglich auf den Tisch kamen. Wenn also die örtlichen Funktionäre behaupteten, sie könnten die Quoten nicht erfüllen, oder wenn sich herausstellte, Bauern hatten Lebensmittel versteckt
um ihre Kinder zu ernähren, dann war das aus Stalins Sicht Ausdruck des ukrainischen Nationalismus. Der Hunger in den Dörfern und diese gleichzeitigen Säuberungen, von denen ich gesprochen habe, im Bereich des Kultur- und Bildungswesens, sollten die ukrainische Intelligenz und das Bauerntum gleichzeitig treffen und brechen. Die Hungersnot war also nicht die Folge einer Naturkatastrophe. Auch die relativ schlechte Getreideernte des Jahres 1932 liefert keine ausreichende Erklärung. Vielmehr war die Stalin-Führung für die Hungerkatastrophe politisch verantwortlich. Der Holodomor war vermeidbar, wenn denn die bolschewistische Führung ihn hätte vermeiden wollen. Allein die im Hungerjahr 1933 fortgesetzten Getreideexporte von 1,7 Millionen Tonnen hätten ausgereicht, so hat ein holländischer Kollege berechnet, diese 1,7 Millionen Tonnen hätten ausgereicht, um 1,5 Millionen Menschen ein ganzes Jahr lang zu ernähren. Zwei indirekte Indizien bestätigen die politische Verantwortung der bolschewistischen Führung für die Hungerkatastrophe und die Vermeidbarkeit der Hungersnot, jedenfalls in diesem Umfang, in diesen Ausmaßen. In Galizien und in anderen Teilen der westlichen Ukraine, die damals bekanntlich zu Polen gehörten, aber unmittelbar sozusagen jenseits der Grenze lagen, in Galizien und in der Westukraine gab es keine Hungersnot. Die Hungersnot wütete vielmehr in den Schwarzerde-Regionen, wo die Ernte besonders ertragreich ist. Zweites Indiz. Seit Herbst 1933 ging die Hungersnot zu Ende. Die Führung ergriff Hilfsmaßnahmen und setzte die Quoten für die Getreiderequirierung herab. So wie die Hungersnot durch Entscheidungen der Stalin-Führung entscheidend verschärft worden war, so wurde sie auch durch politische Entscheidungen beendet. Zu den infamen Zügen der großen Hungersnot gehörte, dass sie geleugnet wurde. Nur wenig drang nach außen. Einiges drang aber nach außen, und ich mache hier eine kleine Ergänzung und spreche über das, was eigentlich mein verehrter Co-Referent hätte sagen wollen und hätte sagen sollen. In Deutschland gab es zwar in den Medien praktisch keine Hinweise auf diese Hungersnot. Aber, und das ist interessant, das Auswärtige Amt war ziemlich gut unterrichtet über die Hungersnoten der Ukraine, dank aktiven und sehr kenntnisreichen deutschen Diplomaten, sowohl in Moskau als auch in Kharkiv, die zum Teil die Möglichkeit hatten, in die Ukraine zu reisen, die jedenfalls eine Menge von Informationen gesammelt haben über die Hungersnot 32 und 33 und das an das Auswärtige Amt weitergegeben haben. Sodass man darf davon ausgehen, dass in der ersten Hälfte 33 das Auswärtige Amt hier in Berlin ziemlich gut wusste, was in der Ukraine läuft. Geschehen ist daraufhin, soweit ich das übersehen kann, nichts. Also die Deutsche, das brauche ich nicht zu sagen, was hier in Berlin in der ersten Hälfte des Jahres 1933 lief. Natürlich war die nationalsozialistische neue Führung mit ganz was anderem beschäftigt. Kann sein, dass deswegen das untergegangen ist, aber genaueres weiß ich darüber auch nicht. Es wäre interessant, noch mal genauer zu bohren, wer genau in der deutschen Regierung damals das gewusst hat und wie weit zum Beispiel der Außenminister davon Kenntnis hatte und ob er irgendeine Aktion versucht hat zu unternehmen. Interessant ist insbesondere ein deutscher Diplomat, der den schönen Namen Schiller führte, der war der Landwirtschaftsexperte der deutschen Botschaft in Moskau. Und der Herr Schiller hat also sehr detailliert damals über die Hungersnot berichtet, auch Zahlen versucht zu extrapolieren und was höchst interessant ist, er hat prophezeit, dass im Jahr 34 es noch viel schlimmer werden würde. Er hat prophezeit, im Jahre 34 würden noch weitere Millionen auf den Sterben, an Hunger sterben. Das heißt,
er hat nicht gedacht, dass die Stalin-Führung irgendwann auch sozusagen der Meinung war, jetzt ist das Maß voll. Und irgendwann kam die Stalin-Führung natürlich auch zu der Überzeugung, tote Bauern bringen erst recht keine Ernte ein. Also irgendwann braucht man die Bauern schon wieder, damit überhaupt noch was auf dem Dorfe geschieht. Schiller war also der Meinung, in 34 würde es noch viel schlimmer werden. Und hat er damals geschrieben, er glaubte, dass der Hunger dann eben auch nicht auf das Dorf beschränkt bleiben würde, dass der Hunger viel stärker auch die Städte betreffen würde. Aus gutem Grund, wenn man seine Voraussetzungen vollzieht. Gott sei Dank hat er sich geirrt, es kam dann allerdings kam es dann eben nicht so. Zurück also zu unseren Zusammenhängen, die Hungersnot wurde geleugnet. Den Diplomaten konnte man selbstverständlich nicht verbieten, Daten zu sammeln und auch an ihre Ämter weiterzugeben. Außer den Deutschen haben auch die italienischen Diplomaten ziemlich gute Informationen damals gesammelt und nach Rom weitergegeben. Die Amerikaner waren noch gar nicht da. Erst 1934 hat die Sowjetunion, also gab es eine diplomatische Anerkennung der Sowjetunion durch die Vereinigten Staaten. Deswegen war sozusagen ein amerikanische Diplomaten waren noch nicht mit im Spiel damals. Die Sowjetunion, und das ist eben infam, lehnte damals jegliches Hilfsangebot aus dem Ausland ab. Berichte in ausländischen Medien, die hier und da erschienen, über eine Hungersnot, insbesondere auch in österreichischen Medien, die über Galizien Informationen erhielten, das wurde als antisowjetische Propaganda diffamiert. Hinter dieser Leugnung der Hungersnot stand die sicher zutreffende Einsicht der Stalin-Führung, was man nicht benennt, worüber man nicht spricht, das gibt es auch nicht. Das hat es auch nie gegeben. Was keinen Namen hat, das existiert nicht. Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, ehe seit Ende der 80er Jahre in der Sowjetunion öffentlich über die Hungersnot gesprochen werden durfte. Seither kehrten die Toten, insbesondere in der Ukraine, in das öffentliche Bewusstsein zurück. Der Holodomor und das Gedenken an die Toten sind zu einem zentralen Aspekt der postsowjetischen nationalen Identität in der Ukraine geworden. Im November 2006 verabschiedete das Parlament in Kiew ein Gesetz über den Holodomor in der Ukraine. Und in diesem Gesetz wird die Anerkennung des Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk festgeschrieben. Seither, und da kommen wir auf die gegenwärtigen Probleme, die uns hier auch beschäftigen, zurück, seither nun bemüht sich die ukrainische Politik auch im internationalen Rahmen um die Anerkennung des Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk. Zahlreiche europäische Parlamente haben inzwischen entsprechende Beschlüsse gefasst. Darunter sind alle osteuropäischen Nachbarn der Ukraine, außer Russland und Belarus. Auch Frankreich und Portugal etwa anerkennen den Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk. Jetzt nun also hofft die Ukraine, dass auch der Deutsche Bundestag den Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk einstuft und anerkennt. Was aber ist ein Genozid? Und welche Argumente sprechen für die Anerkennung des Holodomor als Genozid, Völkermord am ukrainischen Volk? Der Begriff Völkermord, Genozid auf Englisch ist ein relativ junger völkerrechtlicher Terminus, den der Völkerrechtler Raphael Lemkin in den 1940er Jahren geprägt hat. Basierend auf dieser Begrifflichkeit verabschiedeten die Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords. Und diese Konvention enthält auch eine Definition des Völkermords, auf die ich hier eingehe. Danach werden unter Völkermord Handlungen verstanden, die in der Absicht begangen werden, ich zitiere aus dieser Konvention,
eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und zwar durch Tötung von Mitgliedern der Gruppe oder, ich zitiere weiter, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Ende des Zitats. Zwei Punkte dieser völkerrechtlichen Definition sind für unseren Fall von besonderer Bedeutung. Für die Einstufung als Völkermord reicht es also aus, nach dieser Konvention, wenn eine nationale, ethnische und so weiter Gruppe teilweise zerstört wird. Es muss sich also nicht um die Zerstörung der Gruppe insgesamt handeln. Mit anderen Worten, die Völkermordkonvention fasst Völkermord weiter als den Holocaust. Die Vernichtung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland zielte bekanntlich auf die Ermordung aller Juden. Die Stalin-Führung beabsichtigte nicht die Vernichtung aller Ukrainer, sondern jener Gruppe von Ukrainern, die sich damals im Zugriff des Holodomor befanden und die von der Stalin-Führung als Feind angesehen wurden. Zweitens, die Völkermordkonvention setzt voraus, dass die Vernichtung einer nationalen und so weiter ethnischen, religiösen Gruppe vorsätzlich geschieht, dass sie also gezielt und absichtsvoll ins Werk gesetzt wird. In den Kreml-Akten hat sich kein Ukas von Stalin gefunden, der die Tötung der ukrainischen Bauern durch Hunger befahl. Ähnlich, wie Sie wissen, gibt es keinen Befehl Hitlers zur Ermordung der Juden Europas. Aber die Maßnahmen zur Verschärfung der Hungersnot in der Ukraine, von denen ich gesprochen habe, kommen der Anordnung zur Vernichtung durch Hunger gleich. Es wurden gezielt, Sie erinnern sich, ich habe das gesagt, es wurden gezielt Nahrungsmittel, nicht nur Ernteerträge, durch Requirierungskommandos weggeschafft. Zugleich wurden die Menschen gewaltsam daran gehindert, ihre Dörfer zu verlassen, um woanders Nahrungsmittel aufzutreiben. Damit wurden sie dem sicheren Tod ausgeliefert. Die Stalin-Führung war darüber insbesondere durch die Geheimdienstberichte detailliert informiert. Die gleichzeitige Vertuschung und Leugnung der Hungersnot ist ein zusätzliches Indiz dafür, dass sich die politische Führung ihrer Untaten bewusst war, die absichtsvoll herbeigeführt wurden und eben nicht unabwendbar waren oder einem Dritten, zum Beispiel einer Naturkatastrophe, zugerechnet werden konnten. Während des Holodomor starben nicht nur Ukrainer, sondern auch russische, deutsche, moldauische Landbewohner, den moldauischen Staat vor uns haben, gehörte damals als moldauische autonome Republik zur sowjetischen Ukraine. Deswegen sind auch viele moldauische Bauern, Dörfer, Opfer der Hungersnot geworden. Also viele andere Opfer unter anderen Ethnien sind auch zu beklagen. Dennoch waren die ethnischen Ukrainer die am meisten Betroffenen. Denn die Ukrainer, ich sagte es, bildeten eine deutliche Mehrheit der ländlichen Bevölkerung. Etwa 80% der ländlichen Bevölkerung der Ukraine waren damals ethnische Ukrainer. Auch diese Tatsache, dass also auch andere Opfergruppen zu beklagen sind, ist von der Völkermordkonvention gedeckt, denn sie kennt keine Beschränkung der Opfer auf nur eine Opfergruppe. Die russische Politik ist nicht bereit, den Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk anzuerkennen. Zwar wird auch in Russland die Hungersnot zu Beginn der 30er Jahre heute nicht mehr geleugnet wie in sowjetischer Zeit. Und führende russische Forscher unterscheiden sich in ihren Urteilen zu den Ursachen des Hungers nur geringfügig
von ihren ukrainischen Kollegen. Aber die politische Rhetorik in Russland lehnt jeden Bezug zur nationalen Frage bei der Einordnung der Hungersnot ab. Eine besondere anti-ukrainische Stoßrichtung, so hören wir aus Russland, habe es nicht gegeben. Die Hungersnot habe alle Völker der Sowjetunion, insbesondere dort, wo Getreide angebaut wurde, gleichermaßen betroffen. Dies ist die offizielle sowjetische Sichtweise. Dem aber muss der Befund aus den Quellen entgegengehalten werden, die ich hier zum Teil Ihnen vorgeführt habe. Und die Quellen zeigen eben deutlich, dass Stalin und seine Führungsmannschaft die Hungersnot seit dem Sommer 1932 nutzten, um mit den ukrainischen Kadern abzurechnen und den ukrainischen Träumen von einer besonderen Stellung der Ukraine und der Ukrainer ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben. In keinem anderen Fall wurde die Hungersnot in vergleichbarer Weise nationalisiert. Weitere Gründe kommen hinzu, wenn man erklären will, warum Russland die Einstufung des Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk ablehnt. Die Russische Föderation betrachtet sich als völkerrechtlicher Nachfolger der Sowjetunion und befürchtet aus der Völkermordkonvention abgeleitete Regressansprüche, falls ein internationaler Gerichtshof eines Tages feststellen sollte, dass bestimmte Gruppen in besonderer Weise Opfer der Hungersnot waren und also Wiedergutmachung verlangen könnte. In der Ukraine sind der Holodomor und das Gedenken an die Opfer zu einem wichtigen Instrument der Distanzierung vom Stalinismus und vom Sowjetregime generell geworden. Das Gedenken an die Toten ist ein Weg, die totalitäre Vergangenheit hinter sich zu lassen und für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Dagegen gibt es bis heute in Russland keine grundsätzliche Verurteilung des Stalinismus als menschenverachtendes, verbrecherisches Regime. Im Gegenteil, das Bild Stalins soll, wo immer es geht, unbefleckt bleiben. Die Anerkennung des Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk bedeutet eine Verneigung vor den Opfern eines Menschheitsverbrechens und die Distanzierung vom mörderischen Regime Stalins. Ich danke Ihnen. Ja, vielen, vielen Dank, Professor Gerhard Simon, für die sehr fundierten und sehr bewegenden Worte, sowohl zur Historie als auch zur Gegenwart des Themas. Ja, sind jetzt Wortmeldungen möglich, Fragen an den Referenten? Bitte, wer möchte anfangen? Ja, Peter Böhringer, bitte. Danke sehr. Eigentlich wollte ich mit dieser Frage nicht der Erste sein, aber wenn sich jetzt keiner meldet, Professor Simon, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich wusste schon einiges dazu und es hat sich soweit mal bestätigt. Wobei es ja doch noch Unsicherheiten gibt, auch nach dem, was Sie jetzt dargelegt haben. Sie haben gesagt, die Wissenschaft liefert Informationen und die Politik muss dann etwas draus machen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es droht, in Anführungszeichen, das Thema in den Bundestag zu kommen. Unter Umständen schon relativ kurzfristig. Und ich nehme das schon ernst, dass wir in dieser Frage namentlich abstimmen. Ja? Und deshalb bin ich auch heute Abend da und gern gekommen. Eigentlich sollte der ganze Bundestag heute da sein. Ich hoffe, dass zumindest dann die Anhörung von vielen Kollegen angehört wird auch. Eine erste Frage, glauben Sie, dass Ihre Einschätzung weitgehend auch von den anderen Sachverständigen geteilt werden wird bei der kommenden Anhörung? Oder gibt es doch gravierende Unterschiede, die wir erwarten müssen? Das ist die erste Frage. Und die zweite, die bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen. Also moralisch ist das relativ klar, was Sie dargelegt haben, Ihre Meinung und die Fakten. Sie kommen zum Ergebnis, ja, es war wohl ein Genozid, auch wenn es vielleicht noch ein, zwei Fragezeichen gibt, wie vorsätzlich Stalin vorgegangen ist und ob er gegen die Ethnie der Ukrainer vorgegangen ist oder nicht, doch eher, wie es der Kollege Friesen gerade dargelegt hat, gegen eine Klasse, eine bäuerliche Klasse in dem Fall, die halt einfach aus machttaktischen Gründen bekämpft werden sollte. Aber lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, das wird jetzt nachher bei anderen Fragen auch noch kommen. Also unterstellen wir mal, ja, Sie kommen zum Ergebnis, ja, es war ein Genozid. Interessiert uns als Bundestagsabgeordnete natürlich schon,
dass der Begriff des Völkerrechts im juristischen Sinne, rein juristisch jetzt, unabhängig von der moralischen Frage, ist erst 1948 aufgekommen. Wie klar ist es denn im Völkerrecht, dass es rückwirkend zur Anwendung kommen kann? Und das wäre ja hier rückwirkend. Kann man dann im juristischen Sinne auch von einem Völkermord sprechen oder kann man nur im moralischen Sinne von einem Völkermord sprechen? Kann man die Definition von 1948 rückwirkend auf 1932, 1931 anwenden? Also die Frage hätte ich schon. Und die ist natürlich dann auch verbunden damit, auch wenn das jetzt nicht im Vordergrund unserer persönlichen Gewissensentscheidung steht, hat die Russische Föderation dann Regressansprüche zu erwarten? Oder ist das rein rechtlich eigentlich ausgeschlossen, weil das Recht ja noch gar nicht galt zu dem Zeitpunkt, als dieser Völkermord oder eben nicht im Raume stand? Danke. Ja, danke schön. Soll ich? Ja, danke schön für diese interessanten Fragen. Die allererste Frage gebe ich an Sie zurück. Was die anderen Bundestagsabgeordneten denken und wie sie sich entscheiden, das weiß ich nicht. Ich dachte, das wissen Sie besser als ich. Ah, Sie meinen in Deutschland. Ja, erstens mal, die Zahl der Sachverständigen in Deutschland ist sehr übersichtlich. Ich weiß nicht, wie viel ich nennen sollte, aber allerdings auch nicht vollkommen eindeutig und ohne Einwände. Als erstes ist zu sagen, dass es in Deutschland nicht viele Kollegen gibt, die sich wirklich intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Es gibt in der Ukraine natürlich eine sehr ausgebreitete Forschung zum Holodomor in den letzten 20 Jahren. Und hier in der Ukraine gibt es inzwischen auch einen weitgehenden Konsens darüber, dass es sich um also Völkermord am ukrainischen Volk handelt. Konsens sowohl in der wissenschaftlichen Kommunität als auch in einer breiteren Öffentlichkeit. Nun, das muss uns nicht binden, das ist ja klar. In der englischsprachigen Forschung gibt es eine, würde ich sagen, überwiegende Position, die mehr oder weniger deutlich dazu neigt, auch zu sagen, es war ein Völkermord wir können das als Völkermord am ukrainischen Volk einstufen. Es gibt allerdings auch einige Kollegen, englischsprachige Kollegen, die dem nicht folgen. Und dann gibt es noch andere, und dazu gehört die jüngste große, umfangreiche Monographie zum Holodomor von einer ostamerikanischer Feder, Ann Applebaum, hat eine große, mehrere hundert Seiten umfassende Monographie vorgelegt, so Red Hunger nennt sie das, Red Famine, Entschuldigung. Famine heißt das auf Englisch. Und das gibt es auch auf Deutsch, ist auch in deutscher Sprache erschienen. Ann Applebaum ist der Meinung, es handelt sich um ein Menschenrechtsverbrechen. Und sie nimmt zu dieser Frage Völkermord am ukrainischen Volk nicht Stellung. Sie sagt weder Ja noch Nein. Das ist sozusagen kein Thema in ihrem Buch. Und zwar begründet sie das auch. Sie sagt, so wichtig ist das nicht für die Wissenschaft. Sie ist eine Wissenschaftlerin, so wichtig ist das für die Wissenschaft nicht. Sie lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass es sich um ein Verbrechen an der Menschlichkeit handelt. Und ich meine, sie führt unendliche Mengen von Details auf, dass einem die Haare zu Berge stehen, wenn man das liest. Und es ist auch wichtig, und damit komme ich auf Ihre zweite Frage zu sprechen, Soziozid. In dieser neuen Monographie wird, ähnlich wie ich das hier auch versucht habe, eindeutig und sehr, sehr eingehend dargelegt, dass eben der Hunger einerseits die Dörfer traf, dass aber gleichzeitig und parallel diese Säuberungen gegen die kulturelle und auch Intelligenz in der Ukraine durchgeführt wurde. Es ging Stalin nicht nur gegen die Bauern. Die waren natürlich zunächst einmal das naheliegende Opfer. Aber die ukrainische nationale Frage ging über die Bauern weit hinaus. Und das war Stalin natürlich vollkommen klar,
Stalin war überhaupt ein sehr guter Kenner der nationalen Frage in der Sowjetunion, viel besser als seine Nachfolger alle, die im Grunde keine Ahnung mehr davon hatten. Aber er hatte Ahnung davon und er wusste, wovon er sprach. Er kam ja selbst aus Georgien, hat am eigenen Leib in seiner Jugend erlebt, was die nationale Frage ist. Und je länger er gelebt hat und je länger er regierte, umso mehr ein Rochus gegen die Ukraine. Zunächst war das Misstrauen. Dann aber auch ein Hass, muss man sagen, auf die Ukraine, denen er einfach nicht über den Weg traute. Ob das berechtigt ist, war oder nicht, das lassen wir außen vor. Darauf kommt es jetzt auch gar nicht an. Stalin war in der Lage, sein persönliches Misstrauen in blutige Realität umzusetzen. Und das tat er auch. Zum Beispiel nachher auch während des Krieges. Es gab praktisch keine ukrainischen nationalen militärischen Einheiten im Rahmen der Roten Armee. Für andere Völker gab es das. Und der Grund ist eben, dass Stalins Misstrauen, wenn es jetzt ukrainische Divisionen gibt, dann war ihm nicht klar, oder hat er befürchtet, dass eines Tages man nicht weiß, wohin die schießen würden. Nicht? Deswegen lieber keine ukrainischen Divisionen. Ihre Frage, rückwirkende Gültigkeit, ist das möglich? Das ist, ich bin selbst kein Jurist, aber das ist natürlich eine sehr berechtigte juristische Frage, die ich auch nicht schlüssig beantworten kann. Ich will nur auf die Realitäten verweisen. Der Holocaust ist natürlich gerade aus deutscher Sicht sozusagen der Standardvölkermord. Und auch da gilt ja, die Qualifizierung als Völkermord ist ein rückwirkender Sachverhalt. Denn in der Tat, also in den 40er Jahren ist dieser Begriff zwar entwickelt worden, aber im englischsprachigen Raum. Und er war noch nicht gegossen in völkerrechtliche Konventionen. Das geschah erst nach 1945. Insofern sind alle, gilt diese gleiche Frage, oder kann man die gleiche Frage im Zusammenhang mit dem Holocaust stellen, was man in Deutschland vielleicht besser nicht tut. Ich neige dazu, aber das ist jetzt so auch ein nicht-juristischer, die Stellung eines Nicht-Juristen, eine Stellungnahme eines Nicht-Juristen, ich neige dazu zu sagen, darauf kommt es nicht wesentlich an. Wenn die Tatbestände eindeutig sind, dann lassen sich auch Rückwirkungen anwenden, zumal es ja hier bei der Qualifizierung des Völkermordes, des Holodomor als Völkermord am ukrainischen Volk nicht darum geht, einen Strafgerichtshof zu errichten. Das ist ja nicht das Ziel. Es hat zwar in der Ukraine selbst Gerichtsverfahren gegeben gegen Verantwortliche am Holodomor, ganz konkret Personen, einzelne Personen, und zwar zum Teil Ukrainer natürlich, wurden in der Ukraine vor Gericht gestellt und verantwortlich gemacht für ihre Handlungen in diesen Jahren. Aber keiner lebte mehr. Insofern wurden diese Prozesse geführt, aber dann abgeschlossen mit der Feststellung, dass die Angeklagten eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch das kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Es wurde aber jedenfalls gemacht. Hier aber, wenn also Staaten aufgefordert werden, gebeten werden oder internationale Organisationen von der Ukraine gebeten werden, den Völkermord, den Holodomor als Völkermord einzustufen und anzuerkennen, hat das keine unmittelbaren, etwas strafrechtlichen Auswirkungen. Danke, Herr Professor Simon. Wir machen jetzt gleich weiter und den Kollegen des Deutschen Bundestages, Sie machen so bitte noch den Knopf aus mit dem Lautsprecher, sonst kriegen wir irgendwann hier ein Rückkopplungsproblem. Und es ist der Berichterstatter für dieses Thema in unserem Arbeitskreis, Detlef Spangenberg, dran. Bitte. Ja, Herr Professor, Sie haben ja selbst das Problem angesprochen, um was es hier geht, nicht um eine Definition. Wir wissen ja alle, das Leid wird ja von keinem bestritten. Es geht also formell hier um eine Definition. Ist es nun ein Genozid oder ist es nicht? Und Sie haben ja selbst zitierte Konvention von 48, da steht es aber etwas anders drin. Ich habe nämlich hier einen Bericht des Petitionsausschusses vom 5.9.2017.
Da ist das Verfahren schon mal behandelt worden. Und da sagt der Petitionsdienst, spricht, ich zitiere mal, eine abschließende Bewertung, ob sie als Opfer eines Genozids im Sinne der späteren Völkermordkonvention der Vereinten Nationen zu verstehen sind, steht noch aus. Dennoch spricht einiges dagegen, wird hier zitiert. Und zwar, dies aus dem folgenden Grund: Artikel 2 der Konvention von 48 spricht davon, dass die Tötung von Mitgliedern einer oder einer nationalen Gruppe in der Absicht begangen wird, diese Gruppe als solches ganz oder teilweise zu zerstören, da aber auch Angehörige anderer Völker, wie Sie selbst auch gesagt haben, insbesondere Kasachen, Russen, Opfer der staatlichen Zwangsmaßnahmen wurden, die zur Hungerkatastrophe geführt haben, kann die Aushungerungspolitik nicht ausschließlich als Verbrechen allein gegen Ukrainer gesehen werden, sondern die Tatsache, dass auch andere Völker der Sowjetunion durch die Zwangskollektivierung schmerzhaft betroffen waren, mindert nach Meinung des Petitionsausschusses, also von damals, von 17, also die Anerkennung in diesem Begriff. Natürlich, die Würdigung bleibt die gleiche, aber es geht um die rein formelle Anerkennung. Ja, das habe ich ja gesagt und ich kann es also nur unterstreichen, was Sie hier vortragen. Es waren sind nicht nur Ukrainer Opfer gewesen, ganz klar, auch viele andere. Aber das ist nicht der Punkt, beziehungsweise das ist auch ein Punkt, selbstverständlich. Aber es geht hier darum, und ich habe das versucht so zu argumentieren, dass die Ukrainer und das ukrainische Volk in besonderer Weise betroffen waren, anders als die Kasachen lasse ich allerdings mal draußen. Die Kasachen sind in der Tat ein Sonderfall. Und ich bin auch noch in Kasachstan beginnt eigentlich, hat jetzt gerade erst die Diskussion darüber begonnen. Und ich würde das überhaupt nicht wundern, wenn in wenigen Jahren auch Kasachstan kommen würde und sagen würde, wir verlangen, oder was heißt verlangen, wir bezeichnen das als ein Genozid am ukrainischen, ach Quatsch, am kasachischen Volk damals. Und wir bitten euch, das genauso zu tun. Das steht noch aus, weil in Kasachstan sozusagen die politische Diskussion und das politische Bewusstsein einige Jahre im Rückstand sind, wenn ich das so flapsig ausdrücken darf. Aber in Kasachstan hat man viel später als in der Ukraine angefangen, mit dem ganzen Problem sich zu beschäftigen. Aber jetzt läuft da auch die Diskussion. Gut, also die Kasachen will ich mal ausnehmen. Aber es sind deutsche Bauern, nicht wenige, deutsche Bauern auch gestorben an der Wolga, in der Autonomie der Wolga-Deutschen. Aber natürlich auch Russen, Moldauer und andere, selbstverständlich. Aber ich sage es noch einmal, steht nicht im Widerspruch zur Völkermordkonvention, denn die verlangt nicht, dass nur eine Gruppe betroffen worden sein soll. Die Konvention sagt darüber nichts, sondern sie lässt das offen, dass auch andere Gruppen mit ebenfalls Opfer waren. Wollte ich noch was sagen? Bin ich auf Ihre Frage ausreichend eingegangen oder nicht? Ja, hier wird ja gesagt, die Zielsetzung war nicht auf eine einzelne Gruppe beschränkt, sondern gegen viele. Und das war ja eigentlich das Abschließende, dass Richtig. Man sagt, Genozid nur dann, ja. wenn wirklich das Ziel für eine ganz bestimmte Gruppe. Und natürlich hat Herr Friesen ganz recht gesagt, vielleicht könnte man die Bauern als Gruppe nehmen. Aber jetzt allein sich auf die Ukrainer zu beziehen, scheint aufgrund dessen, was Sie selbst sagen, dass die anderen ja auch darunter gelitten haben, dann nicht ganz die richtige Definition zu sein. Darum geht es mir. Sie erwarten im Grunde auch das, was Juristen so meistens erwarten, dass es alles klar und ordentlich und gut definiert ist und dass irgendjemand an der Spitze erst ein Ziel formuliert und dann geht es los und dann wird dieses Ziel umgesetzt. Aber gerade die stalinistische Sowjetunion hat doch so nicht funktioniert und konnte doch so nicht funktionieren. Und Stalin selbst war doch weit entfernt von solcher Engführung. Entschuldigung, wenn ich das so nenne, wie Engführung zu sagen, aha, jetzt sind die ukrainischen Bauern dran und wir füttern gleichzeitig die georgischen und die deutschen Bauern, die sollen ja nicht zugrunde gehen. So läuft das ja nicht, sondern der Hunger betraf alle, die dort gelebt haben, natürlich. Aber die Frage ist doch, gibt es eine begründete Argumente zu sagen,
die Ukraine, das ukrainische Dorf, aber nicht nur das Dorf, sondern die ukrainische kulturelle und parteipolitische Intelligenz war in besonderem Maße davon betroffen, viel mehr als andere. Ich will nur eine mehr oder weniger anekdotische noch hinzufügen, Informationen, um sich klar zu machen, wie umfassend die Säuberungen in der Ukraine in den nächsten Jahren weitergeführt wurden, ist es ganz gut daran zu erinnern, dass nur ein einziger ukrainischer Funktionär, ein einziger aus der obersten Etage das Jahr 1939 überlebt hat. Ein einziger. Und das mehr oder weniger zufällig, wie das so bei Stalin so war. Petrovsky hieß der Knabe. Der wurde, auch das ist eine paradoxe Situation, dieser Petrovsky war ein sehr hoher Funktionär mal gewesen, in Kharkiv und dann in Kiew. Der wurde degradiert. Am Schluss wurde der nach Moskau deportiert. Man hält das nicht für möglich. Das ist auch eine dieser willkürlichen Paradoxien der stalinischen Realität. Der wurde nach Moskau deportiert und hat da als Museumsdirektor irgendwie, der hat das wirklich überlebt. Der hat bis 1945 überlebt und ist irgendwann danach gestorben. Also das ist nur als Hinweis darauf, wie sozusagen ohne Ausnahme die ukrainische Schicht, Oberschicht, und zwar die Partei, das war ja nicht irgendwelche Konterrevolutionäre, sondern es war ja die Partei im Wesentlichen. Die Partei zerschlagen und getötet wurde, wobei die Erschießungen meistens der oberen Schicht. Stalin machte das ja ganz geschickt. In diesen Jahren, mit denen wir uns hier beschäftigen, 32, 33, wurden die unteren abserviert. Also die oberen Schichten der Parteinomenklatura killten die unteren. Und dann ging es immer weiter und am Schluss wurden die Obersten gekillt. Ich meine, auch das, also da will ich aber gleich hinzufügen, das ist ein Muster, das nicht nur in der Ukraine damals zu beobachten ist, das gilt auch für andere in der Sowjetunion. Aber ich will nochmal sozusagen zum vielten Mal meine Ceterum censeo kurz formulieren. Die Hungersnot ist von Stalin und seiner Führungsmannschaft nationalisiert worden. Das heißt, die Hungersnot ist benutzt worden, um die nationale Frage in der Ukraine in seinem Sinne, wie er glaubte, zu erledigen. Und sie war ja dann auch ziemlich lange erledigt. Schlussendlich, wie wir alle wissen, hat Stalin nicht sich durchsetzen können mit seiner menschenverachtenden Brutalität. Aber zunächst einmal hat er sich sehr wohl durchgesetzt und ist in den 30er Jahren. Und das ist in dieser Form anderwärts nicht geschehen. Ja, das ist, da gäbe es auch noch diverse andere Kapitel in der Tat. Andere Parteien meinen ja auch inzwischen wieder etwas, ein bisschen Kommunismus könnte nicht schaden in Deutschland. Das sehen wir allerdings naturgemäß ganz anders. Aber das würde jetzt eine eigene Diskussion wieder bedeuten. Johannes Huber, bitte. Ja, sehr spannende Diskussion. Vielen Dank schon mal für den Input bisher. Sie haben es ja auch angesprochen, das ist ja nicht nur ein Historikerstreit, indem wir über die Vergangenheit streiten, was die richtige Deutung ist, sondern das hat ja auch eine aktuelle politische Relevanz für uns. Und nehmen wir den Fall an, eine Fraktion im Deutschen Bundestag käme auf die Idee, einen Antrag zu stellen, dass diese Frage nicht nur als Petition, sondern auch als Antrag im Deutschen Bundestag behandelt wird mit anschließender Aussprache, dann hat das natürlich auch eine politische Wirkung. Und zwar nicht nur eine politische Wirkung in Deutschland, sondern auf das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland namentlich. Was denken Sie, und da komme ich jetzt auch zur Frage, wie eine Anerkennung des Holodomor im Deutschen Bundestag auf der einen Seite die ukrainische Regierung verwenden wird für mögliche zukünftige Handlungen und wie wird möglicherweise auch Russland auf so eine Entscheidung des Deutschen Bundestages reagieren? Was haben Sie da für eine Einschätzung? Ja, das weiß ich natürlich genauso wenig wie Sie. Also
Natürlich wird die ukrainische Regierung das positiv aufnehmen. Sie bittet ja darum, mit einem internationalen Raum. Und der Deutsche Bundestag würde sich ja anschließen, einer Phalanx von vor allen Dingen europäischen Parlamenten, die eben so verfahren sind. Die russische Politik wäre bestimmt nicht begeistert. Aber ich erinnere daran, was geschehen ist vor ein paar Jahren, als der Deutsche Bundestag die Armenier-Massaker als Völkermord anerkannt hat. Da war die türkische Regierung und Herr Erdogan außer sich und sprangen im Karree. Aber das hat sich dann auch irgendwie gelegt, relativ schnell, nicht? Wenn ich das richtig sehe. Das Gleiche gilt für Frankreich übrigens. Frankreich hat auch lange gezögert, die Armenier-Massaker von 1915 als Völkermord anzuerkennen, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Türkei. Schlussendlich hat die französische Nationalversammlung das aber getan. Und es gab natürlich Proteste von türkischer Seite. Aber das war dann auch wieder vorbei. Ich habe nicht den Eindruck, dass das nachhaltig das Verhältnis der Türkei zu den europäischen Staaten, also sei es Frankreich, sei es Deutschland, bestimmt hat. Die Tatsache, dass die Parlamente eben so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Wobei die Bundesregierung weiterhin sich weigert, in Bezug auf die Türkei von Völkermord an den Armeniern zu sprechen. Also die Bundesregierung hier bei uns benutzt das nicht, obwohl das Parlament sich eindeutig entschieden hat. Weitere Wortmeldungen? Bitte schön, ja. Schönen guten Abend, Prochodinsky ist mein Name. Erstmal vielen Dank, dass wir darüber hier diskutieren, weil das Thema in der Tat in Deutschland zu wenig Raum findet. Ich fand die Formulierung von Ihnen, Herr Abgeordneter, sehr interessant, dass es wohl droht, das Thema ins Plenum zu kommen. Vielleicht habe ich das, dass es nicht als Chance gesehen wird, das stalinistische Regime zu verurteilen, sondern als eine drohende Diskussion, die drohende Diskussion im Bundestag. Und das war eine sarkastisch-ironische Bemerkung. Ich verstehe. Ja. Ich finde, den Ton habe ich mitbekommen, aber ich finde, bei manchen Themen sollte man vielleicht auch bei dem Sachverhalt mehr bleiben, weil wir reden wirklich von einer Vernichtung von Menschen, von einer Ausrottung von Menschen. Und ich glaube, da liegt auch viel dran, dass man eben das so formuliert oder das als Chance sieht, darüber zu reden, eine Debatte dafür zu öffnen, um stalinistisches Verbrechen zu verurteilen an nicht nur den Ukrainern, aber an den Ukrainern ganz besonders in dem Raum, in dem wir heute darüber reden. Und Sie stellen in Frage, Herr Friesen, ob das nun ein Genozid oder ein Soziozid war. Es geht um die Ausrottung, Auslöschung der ukrainischen Nation, wie Herr Professor Simon die Argumente dargelegt hat. Zudem wollte ich noch zufügen, dass zwischen 26 bis von 20 bis 26 und von 30 bis 33 eine enorme Welle der Auslöschung der Intelligenz stattfand. Das haben Sie, Professor Simon, natürlich angesprochen, dass auch Intelligenz ganz besonders betroffen war, dass Intellektuellen des Landes, politische Aktivisten und Aktivisten, Poeten und Philosophen auch den Repressionen ausgesetzt wurden. Und alleine im Jahr 1931 wird in Anlehnung an die Rede von Herrn bereits erwähnten polnisch-jüdischen Jurist Lemkin, wird eine Zahl erwähnt von etwa 52.000 oder 51.713 Personen, die den Repressionen aus den intellektuellen Kreisen gefallen sind. Herr Lemkin bezieht sich auch auf die Veröffentlichung von Ukrainian Quarterly von 1948. Das sind Dokumente, das sind keine ausgedachten Zahlen. Und auch
ein Faktum, was noch nicht genannt wurde, die ukrainische Kirche, die auch eine ganz starke nationale Identitätsbindung auch schon damals hatte, wurde in der Zeit ausgelöscht. Und das ist ein Fakt. Die Deportationen von Menschen nach Sibirien, die Deportationen fanden statt, indem Familien auch getrennt wurden. Väter sollten nach Sibirien, Mütter und Kinder in andere Regionen, damit auch die nicht zusammengehören. Ich wundere mich, dass wir darüber, es ist natürlich berechtigt, dass wir darüber diskutieren, und es ist gut, dass es eine Diskussion dazu gibt. Aber mich wundert, dass es so viel Rücksicht wieder auf die Seite der Russischen Föderation genommen wird, was einerseits auf diplomatischer Ebene rein rational man verstehen kann. Andererseits wünschte ich mir in der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir solche Verbrechen des stalinistischen Regimes verurteilen, öffentlich. Ja, bevor jetzt Professor Simon und andere Angesprochene dazu antworten, ich verstehe Ihre Äußerungen sehr wohl. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nur bitte denken Sie dran, niemand hier im Raum bestreitet die Schwere der Verbrechen. Niemand. Wir sind eine Fraktion, die sich mit, die sehr wohl nicht nur antistalinistisch tickt, sondern eben auch antikommunistisch tickt. Wir sind die allerletzten, die kommunistische Verbrechen verharmlosen würden. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Also darauf können Sie sich auf jeden Fall verlassen. Es ist nur die Frage, es ist wirklich nur die Frage, welche Begrifflichkeit wir der Sache geben. Und das mag seltsam mitunter klingen und das mag komisch auch klingen oder es mag manchmal vielleicht auch ein bisschen verharmlosend klingen. Es ist es aber nicht. Ich habe vorhin auch ganz am Anfang Michael Woslensky zitiert, ganz gewiss kein Verharmloser des Sowjetregimes, egal in welcher Weise. Der hat viele Verbrechen erst deutlich gemacht in den 80ern, über die sonst gar nicht mehr gesprochen wurde. Und der sprach eben von Stalins Klassenmord in der Ukraine. Ein Klassenmord ist nicht weniger gewichtig, nach meiner Einschätzung, wie ein Völkermord. Nicht? Um es mal ganz deutlich zu sagen, der Völkermord, ich bin selber sehr intensiv auf diesen Feldern der Menschenrechte unterwegs, schon als Student gewesen. Und ich bin jetzt der amtierende Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, der übrigens genau in diesem Raum hier immer tagt, des Deutschen Bundestages. Und Sie können mir schon glauben, wir nehmen die Sache sehr ernst. Und nur wir wollen uns in aller Form eine Meinung bilden, eine Meinung, die wir dann auch komplett vertreten können. Und deswegen machen wir die Veranstaltung hier. Und wissen Sie, was, ich sage jetzt mal so, was ausländische Regierungen dazu denken, egal welche, ist für mich nicht maßgebend bei dem Thema. Und so geht es den anderen hier in der Fraktion auch. Wir sind an der Sache interessiert und wollen auf eine vernünftige Lösung kommen. Aber jetzt haben gleich mehrere, Herr Professor Simon, Sie natürlich, Peter Böhringer hat sich noch gemeldet. Wer hat sich sonst noch gemeldet? Gut, Professor Simon, bitte. Nur eine Replik zu dem, was Sie vorgetragen haben. Man muss vielleicht hinzufügen, das ist im öffentlichen Bewusstsein bei uns bestimmt nicht so gegenwärtig, dass vor dieser Zeit, in den 20er Jahren in der Ukraine, ein gewaltiger, ja, kultureller Renaissance stattgefunden hat. Die frühen Jahre, die sowjetischen frühen Jahre, so zwischen 23 und 28, 29, waren in der sowjetischen Ukraine, aber auch in anderen nationalen Regionen der Sowjetunion eine gewaltige kulturelle Renaissance. Man kann sich das von nachher gar nicht mehr so vorstellen, wie das war. Die ukrainische Sprache wurde regelrecht von den sowjetischen Behörden erzwungen.
Damals in den frühen, in der Mitte der 20er Jahre, hat die sowjetische Bürokratie viele Institutionen, Bildungsinstitutionen zum Beispiel, in der Ukraine gezwungen, auf die ukrainische Sprache überzugehen. Viele konnten das gar nicht. Weil in zarischer Zeit war schon die Ukraine in hohem Maße russifiziert worden. Die frühbolschewistischen Jahre waren eine Jahre der Derussifizierung und der Ukrainisierung. Das muss man einfach im Hinterkopf haben oder berücksichtigen, wenn man verstehen will, was dann nachher passiert. Dann sozusagen volle Kraft zurück danach, seit Beginn der 30er Jahre. Und das war eben so verhängnisvoll, weil etwas ganz anderes vorausgegangen war. Ich würde es so formulieren, diese kulturelle Renaissance der 20er Jahre war so erfolgreich, dass Stalin es mit der Angst bekommen hat. Mit einem gewissen Recht. Setzte die russische Kultur und auch die russische Sprache ins Hintertreffen. Auf einmal bestand die Gefahr, dass die russische Sprache und russische Kultur in der Ukraine und auch in anderen Teilen der Sowjetunion das Nachsehen haben würde. Und Stalin, ich sage es noch einmal, war ein sehr kluger und umsichtiger Kenner der nationalen Frage. Stalin wusste genau, was im 19. Jahrhundert in Europa passiert war. Die Renaissance der tschechischen Sprache in Europa war die Voraussetzung für den tschechischen Nationalismus. Danach kam der politische tschechische Nationalismus. Und das auf einmal erschien ihm auch denkbar in der Sowjetunion. Erst fangen sie an, ukrainisch zu sprechen, dann schreiben sie ukrainische Gedichte und dann wollen sie vielleicht auch noch einen ukrainischen Staat. So war es nämlich in Europa gewesen im 19. Jahrhundert. Und warum sollte es in der Sowjetunion anders sein? Aber genau das wollte Stalin mit allen Mitteln verhindern. Und hat es ja auch jedenfalls für viele Jahrzehnte verhindert. Was wir heute vor uns haben, ist eine antistalinische Entwicklung. Mag sein, dass gerade auch in der Ukraine heute der Antistalinismus nicht deshalb so stark ist, weil das Wissen durchaus vorhanden ist im Lande, was Stalin der Nation einmal zugefügt hat. Und dass im Grunde Stalin die Nationsbildung für mehr als ein halbes Jahrhundert zurückgehalten hat und zerstört hat. Danach ist sie doch gekommen. Also ich will noch mal sagen, anti-ukrainische Kampagne, die eben nicht nur die Bauern traf, sondern auch die kulturelle und die politische Intelligenz, die Nationalkommunisten dieser Zeit, muss man sehen auf dem Hintergrund, dass es in den 20er Jahren, dass es ja regelrecht gefördert worden ist. Das, was man zunächst recht gefördert hat, wurde jetzt gewaltsam wieder zerstört. Deswegen gibt es diesen Ausdruck, hat man in der Ukraine diesen Ausdruck geprägt für die Literaten, die erschossene Renaissance. Die Literaten, die ukrainische Literatur zu großer frühen Blüte geführt hatten in den 20er Jahren, die meisten dieser Literaten und Dichter wurden dann im Laufe der 30er Jahre erschossen. Deswegen die Redensart oder die Bezeichnung dieser Literaten, dieser Literatengeneration als die erschossene Renaissance. Peter Böhringer, bitte. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich den Namen nicht mitbekommen habe. Die Dame von der ukrainischen Botschaft, nehme ich an. Oder nein, sagen Sie mir den Namen nochmal. Prigornitska ist mein Name. Entschuldigung, also. Der Begriff droht war flapsig und war unangebracht. Das tut mir leid. Der Begriff droht war nicht in Ordnung und ich erkläre Ihnen gleich nochmal, warum der so gefallen ist. Es war in keiner Weise eine Wertung oder gar eine Verharmlosung gemeint mit diesem Begriff, dieses Themas, ganz im Gegenteil. Also Sie können mir glauben, ich war selbst nicht ganz unschuldig daran, dass dieses Thema auch in unserer Fraktion etwas intensiver debattiert wird. Und daran wiederum war nicht ganz unschuldig die ukrainische Botschaft. Der Botschafter selbst hat das Thema öfter angesprochen. Ich habe dazugehört. Sie haben, oder ich weiß nicht, ob es die Botschaft war, irgendwie kam in meinem Büro auch ein Heftchen an, das hier irgendwo auch rumliegt, zu genau diesem Thema, sehr informativ. Und das hat mich in der Tat betroffen gemacht. Und wir haben das Thema proaktiv auf die Agenda gesetzt. Es ist für uns ein wichtiges Thema. Und wenn ich sage, droht, dann war es wirklich nur in dem Sinne gemeint, dass hier eine schwierige Abwägungsentscheidung unter Umständen getroffen werden muss zwischen moralischen Dingen, die relativ klar liegen. Ich glaube, das war hier auch relativ eindeutig heute Abend vom Referenten auch zu allen Beiträgen und den juristischen Implikationen. Und deshalb habe ich auch, wenn es auch jetzt
etwas empathielos klingt, juristisch auch nachgefragt. Denn wir müssen immer auf juristischer Grundlage im Bundestag entscheiden. Und die Frage, ich bin ganz sicher, in den Debatten wird sich stellen, nicht nur die moralische Frage, die Faktenfrage, sondern auch die Frage, was heißt das denn juristisch, ist die Definition von Genozid von 1948 erfüllt oder nicht? Wir haben es ja gerade schon gehört, wir kommen da nicht ganz raus, auch wenn das heute Abend vielleicht nicht der Ort ist, das zu besprechen. Aber im Plenum wird das ein Thema sein. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, Drohung ist falsch, aber es wird eine nicht ganz einfache individuelle Gewissensentscheidung zu sagen, ist es juristisch erfüllt, dieser Genozidbegriff? Moralisch war es sicherlich ein Genozid. Also da bin ich auch dieser Meinung und schon lange, sonst würde ich auch nicht sitzen heute Abend hier. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Wenn ich darf, ganz kurz, das ist kein Missverständnis. Sie haben das Glück, dass jetzt noch keine weitere Wortmeldung vorliegt, insofern machen wir ein kurzes Zwiegespräch, bitte. Nein, ich wollte auch das auch klar machen, dass ich nicht von der ukrainischen Botschaft bin, ich bin nicht von der ukrainischen Botschaft, ich bin aus der Ukraine ursprünglich, ich wohne in Berlin und das Thema geht mich natürlich sehr nah an und das ist natürlich auch überspitzt, weil man natürlich an solchen Wörtern hält, weil man sich natürlich wünscht, dass man das aus dem Positiven diskutiert. Zu der Begrifflichkeit, die Sie erwähnt haben, verstehe ich. Ich verstehe die Problematik der Definition. Wobei ich finde, Herr Professor Simon hat das schon eigentlich sehr deutlich erklärt, wo und wie. Und Sie haben auch gefragt, ob man rückwirkend die Definition anwenden könnte. Und bei der Debatte zu Armenien war das sicherlich eine Frage, aber das hat eine Lösung gefunden. Und ich glaube, das liegt auch daran, wie die innerliche Einstellung der Person zu dem Thema ist und wie man selber, ob man bereit ist, das zu verurteilen. Und Herr Braun, vielen Dank, dass Sie mir nochmal klargemacht haben, dass es natürlich einen Konsens über die Verurteilung des stalinistischen Regimes gibt es. Aber dennoch, wenn das keinen großen Unterschied macht, ob das, dass man das verurteilt, ist klar, und das aber in der Substanz, in der Diskussion keinen so großen Unterschied macht, das als Genozid zu bezeichnen, dann sollte man das vielleicht als Genozid bezeichnen, weil das ein Genozid war. Es wurde eine nationale Gruppe, ein Teil der nationalen Gruppe ausgelöscht. Und ja, das ist alles, was ich bisher sagen wollte. Vielen Dank. Danke für Ihre deutlichen Worte auch wieder. Weitere Wortmeldungen. Wer hatte sich? Jetzt habe ich Sie übersehen. Entschuldigung, bitteschön. Rostislav Sokentek, ich bin von Dachverband ukrainischer Organisationen in Deutschland. Ich danke, dass wir hier teilnehmen dürfen und auch so besprechen. Wir danken auch so, dass Sie dieses Thema auch so besprechen und ein bisschen so in den Grund gehen. Ich habe dann einfach nur kurze Frage zu Herrn Huber. Sie haben gefragt, was sagt die ukrainische Regierung, was sagt die russische Regierung? Haben Sie die Frage auch so vielleicht gestellt, was sagt die ukrainische Community in Deutschland? Zum Beispiel die ukrainische Gruppe, wir sind hier, zum Teil sind wir einfach die große Gruppe, die auch Wählergruppe hier ist in Deutschland. Was sagt diese Gruppe? Wie werden Interesse dieser Gruppe in dieser Frage beinhaltet sein? Erstmal da. Direkte Antwort, ja, natürlich. Stelle ich mir diese Frage auch. Und ich habe es ja bereits erwähnt, die Petentin, die auch diese Initiative gestartet hat, sie lebt in München und deswegen gibt es auch in Bayern, wo auch ich herkomme, eine starke ukrainische Gemeinschaft, um das Wort Community zu vermeiden. Von daher sind wir schon, auch und ich persönlich, auch im Kontakt mit den verschiedenen sozialen Gruppen auch. Beispielsweise war auch frühzeitig, um dieses Thema dann auch in das Parlamentsgeschehen einzubringen, hatten wir und ich auch persönlich einen Termin mit dem ukrainischen Generalkonsul. Ich war auch eingeladen in der ukrainischen Botschaft. Und ich habe auch gesprochen mit den ukrainischen Menschen vor Ort. Also diese Frage geht uns sehr wohl alle was an. Und wir versuchen schon auch, und ich glaube, da kann ich für alle Abgeordneten hier heute sprechen, die Sichtweisen und die Perspektiven von allen relevanten Gruppen mit einzubeziehen. Das vorweg. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, dass
aus Sicht der Ukrainer natürlich dieses Bestreben da ist, im Sinne einer Wiedergutmachung, emotional, aber auch rational, hier für diese Entscheidung zu drängen. Und deswegen haben wir für diese Petition auch so viele Leute unterschrieben, mit 73.000 Mitzeichnern. Und das waren ja nicht nur Leute, die in Deutschland unterschrieben haben, sondern das waren ja aus ganz Europa, auch aus der Ukraine, gab es da vor allem in, also eine Mitzeichnung dauert immer 4 Wochen und vor allem in den letzten 2 Wochen, als dieses Thema wirklich nochmal präsent war, auch in den ukrainischen Zeitungen, dann gab es nochmal eine richtige die vielleicht auch klarer macht, was mein Kollege Anton Friesen vorhin auch gemeint habe mit dem Soziozid. Das ist aus der Erwägung heraus. Natürlich müssen wir das auch einbeziehen, weil die UN-Konvention von 1948, und ich lese da gerne noch mal vor, beinhaltet eben nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen. Und aus dieser Definition, auch durch Betreiben der Sowjetunion, muss man historisch leider feststellen, auch Stalin hat damals, 1948, Interessen gehabt, dass die Wörter soziale und politische Gruppen aus dieser Völkermorddefinition herauskommen oder nicht aufgenommen werden. Und das ist natürlich auch ein Gesichtspunkt, wo wir uns die Frage stellen, reicht uns der Begriff des Völkermordes, wie er in der UN-Konvention drinsteht, oder können wir das auch im Rahmen unserer Abwägungen noch erweitern, auch auf soziale und politische Gruppen, wobei wir natürlich, und das hat Herr Professor Simon auch schon umfassend dargelegt, dass wir nicht nur soziale und politische Gruppen haben, sondern dass es ausgeweitet wurde auf die nationale Frage. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Das einfach nur zur Klarstellung. Hoffentlich habe ich damit Ihre Frage einigermaßen beantwortet. Ergänzend von meiner Seite noch dazu, das ist ja immer bei einer Legaldefinition im Völkerrecht ist fast die Legaldefinition etwas zusammen, was schon vorher gedanklich existierte, nur es wird nochmal durch diese Legaldefinition nochmal ein bisschen klarer und einfacher ausgedrückt, oder ist das eben neu? Und die andere Geschichte ist, dass ich sehr wohl auch weiß, dass der Herr Lemkin, der damals maßgeblich in den 40er Jahren das hier verantwortet hat, dass er den Hungerterror, sage ich jetzt mal, um einen ganz neutralen Ausdruck zu benutzen, in der Ukraine da als Völkermord angesehen hat. Das weiß ich im Sinne seiner Definition, das ist schriftlich belegt. Nicht? Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem weiter über das Thema sprechen. Weitere Wortmeldungen? Bitte, ja. Wenn ich darf, einfach zur Information noch an einer Stelle beitragen. Sie haben gefragt nach der Ukraine im Westen, also die Diaspora, wie die Ukrainer das selber so schön nennen. Und es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, die größte Diaspora gibt es bekanntlich in Nordamerika, ukrainische Diaspora, in Nordamerika, in Kanada und in den Vereinigten Staaten. In den 80er Jahren ist diese Gruppe, die ukrainische Diaspora in den Vereinigten Staaten und in Kanada, ist die Gruppe gewesen, die überhaupt das ganze Problem auf die Tagesordnung gebracht hat. Die haben als Erste angefangen, davon zu sprechen, dass es eine Hungersnot Anfang der 30er Jahre gab. Und zwar deshalb, weil es dort in dieser Diaspora viele Leute gab, die das noch wussten, die dabei gewesen waren, die nach 45, dann nach Kriegsende aus Europa nach Nordamerika gekommen waren und das Wissen mitgebracht hatten. Und die fingen öffentlich an, davon zu sprechen. Und das wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Also ein nicht unerheblicher Teil der Osteuropawissenschaft in Nordamerika und auch hier bei uns in Europa fand das also unsäglich. Wieder mal so eine typische antisowjetische Kampagne, starten die ukrainische Diaspora in Nordamerika. Das war bei vielen die erste Reaktion. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Na ja, klar, also was kann man von den Ukrainern im Ausland anders erwarten, als die
der Sowjetunion ans Bein pinkeln wollen. So ging es also los. Deswegen ist die Diaspora natürlich also nicht ganz unwichtig. Und dann, aber sehr bald wurde das dann kam das dann in sehr seriöse Bahnen, weil einige englischsprachige amerikanische Wissenschaftler das dann aufgegriffen haben und sich damit sehr intensiv anfingen zu beschäftigen. Vor allen Dingen zunächst einmal durch Sammlung von Informationen. Damals, wie gesagt, gab es noch viele Menschen, die das selbst erlebt hatten. Dann begann Oral History in ganz großem Umfang. Und in der Sowjetunion ging das zunächst einmal nicht. Aber in der ukrainischen Diaspora in Nordamerika hat man dann also systematisch Hunderte von Zeugenaussagen gesammelt, katalogisiert und das erst und dem amerikanischen Parlament präsentiert. Der amerikanische Kongress war überhaupt die erste internationale politische Institution, die nach einigem Zögern dann das aufgenommen hat und sich damit beschäftigt hat. Eine Kommission eingesetzt und auch bezahlt hat, geleitet von James Mace und Robert Conquest im Hintergrund. Das waren die Wissenschaftler, die da im Hintergrund standen. Und so ist die ganze Sache in Gang gekommen. Mitte der 80er Jahre. Und dann begann gleichzeitig Perestroika in der Sowjetunion. Und das hat es dann ermöglicht, dass Ende der 80er Jahre die Diskussion auch in die Sowjetunion übergeschwappt ist. Scherbizki war der erste ukrainische Parteichef, der, wenn ich mich nicht irre, 87, glaube ich, bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Kiew, da gab es ja die Sowjetunion schließlich noch, zum ersten Mal in Jahrzehnten sagte und genossen, es hat Anfang der 30er Jahre bei uns eine Hungersnot gegeben. Die Leute fielen vom Stuhl. Das hat die Älteren wussten das vielleicht, aber natürlich die damals da saßen vor ihnen, hatten keine Ahnung davon. So kam das Ganze in Gang. Und ich wollte einfach darauf hinweisen, dass die Diaspora, die ukrainische Diaspora am Anfang eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt hat. So, ich sehe keine weitere Wortmeldung. Doch, jetzt geht's. Sie waren vorher noch nicht dran, deswegen die eine Zehntelsekunde gebe ich ihm jetzt mal Vorrang. Bitte. Max Plattner, Arbeitskreis Petition. Ich wollte nur sagen zur Frage von Herrn Böhringer bezüglich der Rückwirkung der Konvention. Also die Regierung vertritt die Meinung, das Auswärtige Amt vertritt die Meinung, dass es auf keinen Fall der Fall ist. Also die sind sich völlig überzeugt, dass es rückwirkend nicht angewendet werden kann im juristischen Sinne. Im historischen Sinne kann man sich natürlich überlegen, ist die Definition nicht doch tauglich dafür, um jetzt vorige Völkermorde anzuerkennen. Aber ich kann es Ihnen zeigen, also ich habe es jetzt nicht gerade dabei, aber offizielle Aussage, Auswärtiges Amt, rückwirkend gilt diese Völkermordkonvention nicht. Das ist mein Stand der Dinge. Ich weiß nicht, ob es noch andere juristische Meinungen dazu gibt. Das ist natürlich eine andere Frage. Ansonsten wollte ich nur fragen, ob es abgesehen von dieser, also an Herrn Professor Simon gerichtet, abgesehen von dieser Aussage von Stalin in dieser Nachricht, glaube ich, an einen Parteifreund, in der er gesagt hat, es geht darum, die ukrainischen Nationalwillen zu brechen, oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es ging, ob es noch weitere schriftliche festgehaltene Aussagen aus der Zeit gibt, die ungefähr das bestätigen, also dass es wirklich gegen die Nation, gegen die Ukraine als Nation ging. Ja gut, also dann muss kurz ich den... Peter Böhringer ja, ganz vielleicht kurz dazu. Direkte Rückfrage dazu. Also dann muss ich doch fragen, wie es denn dann gelungen ist, 1915 Armenien-Türkei-Genozid als Genozid zu bezeichnen im Deutschen Bundestag. Das hat ja der Kollege der Ukraine auch schon angemerkt vorhin. Ja, das ist, es ist ja der Bundestag selber gewesen, der es so geschlossen hat. Es war ja nicht die Regierung. Und die Regierung hat es ja nicht, spricht ja bis heute nicht beim Völkermord in Armenien. Genau, nicht im Parlament, nicht in Parlamentsposition. Ja. Es gibt zahlreiche weitere Dokumente, die ich hier in der Kürze der Zeit nicht habe vorführen und nennen können. Dies ist nur das bekannteste Zitat, was auch vielfach schon in der Literatur verwendet worden ist, was ich Ihnen hier gebracht habe. Stalin hat sich auch persönlich in einer ganzen Reihe von weiteren schriftlich geäußert dazu.
Stalin war ja großer Aktenleser und er kriegte täglich vor allem den Geheimdienstakten auf den Tisch und las die und machte dort Anmerkungen und schrieb dazu was. Insofern können wir das durchaus nachvollziehen, wie er da gedacht hat. Insbesondere gibt es eine ganze Reihe von Äußerungen von Stalin über führende ukrainische damalige Parteifunktionäre und auch Geheimdienstchefs, von denen er schreibt, das sind doch große Esel, die machen doch nichts, die müssen doch endlich weg. Was glaubt ihr, wo wir hinkommen, wenn die da weitermachen? Also solche Art und auch in diesem Stil Äußerungen gibt es von Stalin. Sehr bald wussten die Geheimdienstchefs, insbesondere Balitsky, der glaube ich, 32 oder Ende 32 oder Anfang 33 Geheimdienstchef für die Ukraine wurde, die wussten das natürlich, was Stalin wollte und was Stalin erwartete. Das ist ja auch so ein selbstläufiger Prozess innerhalb von insbesondere solchen diktatorischen, totalitären Regimen, dass die Untergebenen sich überlegen, was will der Chef lesen und das dann schreiben. Mit anderen Worten, ich unterstelle sogar, dass manche Geheimdienstberichte die ukrainischen nationalistischen Umtriebe übertrieben haben und Stalin das zugespielt haben, weil sie wussten, das mag er. Darauf wartet er geradezu. Da wird er erst richtig in Rage kommen. Also hinterher wissen können wir das natürlich jetzt nicht nachprüfen. Das ist jetzt so ein bisschen meine eigene psychologische Interpretation. Aber manche Vorwürfe, die dort auch erhoben werden von ukrainischen Geheimdienstleuten, die das in ihre Berichte geschrieben haben, da gibt es ganz genaue Daten. So und so viele örtliche Funktionäre aus der und der Stadt haben erklärt, sie würden die Getreideanforderungen nicht erfüllen. Das sind ukrainische Nationalisten. Schrieb dann auch die Polizei, schrieb dann auch die Geheimdienstleute schon da rein. Und das fand Stalin natürlich prima. Also Quellen gibt es eine Menge, die das zeigen und die Stalins Rage zeigen. Was wir nicht können, in vielen Fällen, wirklich jetzt aus dem Abstand heraus zu untersuchen, ja, was war da richtig, was war zutreffend oder was war schon von den Geheimdienstleuten die übertriebene Darstellung. Das lässt sich in vielen Fällen nicht mehr eruieren. Aber eins ist klar, und daran kann man nicht vernünftigerweise zweifeln. Stalin war der Meinung vom Sommer 32 an, die Ukraine entgleitet uns. Und jetzt mit dem Hunger, der schon im Gange war, haben wir plötzlich ein Instrument in der Hand, um denen endgültig aufs Haupt zu schlagen und um die ukrainische, wie er das eben dann auch nennt, die ukrainische Frage in Ordnung zu bringen. Ich will das nochmal umdrehen, diesen Satz, den ich gerade gesagt habe. Der Hunger war schon im Gange. Ich habe auch nie behauptet und würde das auch nicht behaupten, dass ohne den Holodomor es keinen Hunger gegeben hätte. Es gab ja schon einen Hunger, und zwar schon seit 31. Nicht in dem Umfange wie dann, wie dann in 32, 33. Aber es gab den Hunger, weil eben nichts da war, weil die Ernte massiv zurückgegangen war, wegen der Kollektivierung, wegen des Rückgangs der Getreideanbaufläche und den gestiegenen Anforderungen der Städte. Hunderttausende von Menschen sind damals in die Städte migriert, vom Lande, weil es nichts mehr zu essen gab, in der Sowjetunion insgesamt, aber auch gerade. Die Städte wurden ernährt. Also, dass diese Dinge parallel gingen, ist meiner Ansicht nach nicht mehr bestreitbar. Ich sehe wohl, dass die westliche Wissenschaft bis vor 15 Jahren das auch nicht durchschaut hat.
So etwas, 15 Jahre sind das her, dass wir angefangen haben, das so auch so zu formulieren, wie ich das jetzt versuche, Nationalisierung des Hungers. Das war davor nicht so eindeutig, weil Sie müssen auch denken, die Quellen sind ja auch im Laufe erst der postsowjetischen Zeit zugänglich geworden. Nicht alle, also bis Ende der 80er Jahre, wie gesagt, gab es die Erzählungen der ukrainischen Diaspora in Kanada und in den Vereinigten Staaten, aber das ist natürlich keine politische Interpretation. Und das sagt nichts darüber, wie Stalin selbst im Kreml das gesehen wurde. Natürlich nicht nur Stalin kommt da drin vor. Die gesamte Führung von oben nach unten wird doch, mit ihren Dekreten, mit ihren Briefen, mit ihren Versuchen, das Schlimmste abzuwenden, aber auch mit ihren Versuchen, vor allen Dingen das zu vertuschen, das kann man heute alles nachzuvollziehen. Vielleicht noch ein letzter Satz zu diesem Verschweigen und Leugnen der Hungersnot. Ich habe das immer eindrucksvoll gefunden. Nach 1933, also bis in der Zeit der Hungersnot wurde vom Hunger gesprochen. Auch Stalin selbst hat davon gesprochen. Und er kriegte natürlich täglich das auch auf den Schreibtisch. Nach 1933 finden Sie auch in den Geheimakten der obersten politischen Führung keinen Hinweis mehr auf den Hunger. Das wurde so verleumdet und verboten, dass auch Stalin selbst und seine engsten Kumpanen nicht mehr im Schriftlichen jedenfalls, was sie sagen, mündlich, das weiß ich nicht, aber im Schriftlichen gibt es das nicht mehr. So weit ging also der Versuch, das unter den Teppich zu kehren. Das ist dann wie George Orwell 1984, da ist dann plötzlich der Krieg gegen Ozeanien und der andere Krieg vorher, den gibt es dann nicht mehr, genau. Das wird dann gelöscht. Aber Sie waren jetzt der Nächste, bevor die weiteren Persönlichkeiten noch dran sind. Ich glaube, Sie haben sich gleichzeitig gemeldet. Das machen wir noch. Bitte. Nur die kleine Frage. Sie haben schon einmal angesprochen, das war im 2017, das war auch eine Petition wegen Holodomor. Und damals war quasi keine Absage, aber Bundespetitionskommission hat dann irgendwie Pause gemacht und so, dass diese Frage muss weiter erforscht werden und so weiter und so fort. Wissen Sie, was von dieser Zeit von der Seite von Petitionen, von Parlament irgendwie gemacht wurde oder nicht? Wie hat sich das entwickelt? Oder? Detlef Spangenberg, bitteschön. Ja, das ist ja diese Petition, das ist die Petition, die ich gerade angesprochen hatte, die Sie meinen, die ist von 2017. Dort hat man ja klar gesagt, nach dem derzeitigen Stand ist es kein Völkermord, wegen den Argumenten, die ich gebracht hatte, wo wir darüber gesprochen hatten. Aber dass man noch prüfen will, ob die Definition, die Sie eben sagten, eventuell doch greifen könnte. Also das ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe die hier vor mir liegen, die wird bestimmt auch Thema sein am 21., dass wir da drauf nochmal zurückkommen. Das kurz war, das war in dieser Petition hinten, da steht auch so, dass der entweder Parlament oder so wird einfach diese Frage weiter an Uni schicken und so weiter, damit dass diese Frage weiter erforscht wird und so weiter. Soweit ich weiß, das war nur dieses Thema behandelt bei Universität Heidelberg. Ob irgendwo noch weiter irgendwie, dass dieses Thema weiter behandelt wurde oder auch nicht. Also in der Petition, die Sie ansprechen, ist nur die Rede davon, dass man noch eine abschließende Bewertung abwarten will. Die reine Petition, die sich auf ein Sachverhalt von einer Person oder einer Gruppe bezieht, ist hiermit erstmal abgeschlossen worden. Das ist nur eine allgemeine Erklärung, die man hier drin hat. Gut, ja. Die Dame zuerst, ja, bitte. Dankeschön. Ich heiße Sophia Onufriev und Herr Simon hat ein sehr schönes Stichwort gesagt, und zwar Zeugen, Aussagen. Und ich möchte hier in dieser Runde einfach auch diesen Menschen die Stimme geben, meine Stimme in diesem Falle. Ich muss zunächst sagen, dass ich 1970 in Lemberg in der Westukraine, also sprich noch in der Sowjetunion, geboren bin. Und
alles, was Herr Simon gesagt hat, bestätigen kann. Also das heißt, dass man in der Zeit bis 1989/90 eigentlich überhaupt nichts wusste über Holodomor. Man hat darüber gewusst, vielleicht im familiären Kreis. Das hat sehr davon, das war eben sehr davon abhängig, in welcher Familie man aufgewachsen hat. Also ich hatte davon gewusst, aber ich hatte sehr viele Freunde, die davon nicht gewusst haben. Und natürlich gab es keine Publikationen und sowas wurde auch nicht in der Schule behandelt, auch nicht an der Universität. Und erst nach der Wende und bei uns dann, nachdem unser Land unabhängig geworden ist, hat man langsam angefangen, verschiedene Anfang der 90er Jahre sind sehr viele Publikationen erschienen und was ganz wichtig ist, man hat angefangen auch in diese Dörfer zu fahren und mit den Leuten zu sprechen. Das war, glaube ich, ganz schwierig am Anfang, weil sehr viele Menschen, Sie müssen sich vorstellen, sie haben jahrzehntelang versucht, das zu verdrängen, ne, weil sie wollten zum Teil selber sich nicht mal daran erinnern, wie schlimm das war. Und plötzlich tauchten andere Menschen, die wissen wollten, wie ist es damals gewesen. Mittlerweile sind sehr viele Zeugenaussagen publiziert und ich habe hier ein Buch, das ist aus Anfang der 90er Jahren. Das sind einfach Aussagen von einfachen Leuten, die auf dem Lande leben, wie sie diese Zeit erlebten. Und ich erlaube mir, einen ganz kurzen Fragment vorzulesen. Da ich selber Übersetzerin bin, habe ich das mir erlaubt, aus dem Ukrainischen ins Deutsche zu übersetzen. Und zwar, das ist eine Zeugenaussage aus dem Gebiet Dnipropetrovsk, heute heißt es Dnipro, diese Region, von Bredun Anton Tichonowitsch, Jahrgang 1904. Ich bin geboren im Dorf Schewski im Jahre 1904. Ein Jahr ging ich zur Schule. Ich habe auf dem Acker gearbeitet, einen Ausweis hatte ich nicht. Unser Dorf war nicht groß, lag in der Steppe. 336 Familienhäuser, in jedem wohnten bis zu 10 Personen. Bevölkerungszahl betrug 2198 Personen. Es gab eine Kirche und eine kirchliche Grundschule, 4 Klassen. Man unterrichtete Russisch, nach der Revolution Ukrainisch. Später wurde die Kirche gesprengt. Man gründete eine Kolchose, die den Namen von Voroschilow bekam. Das war 1929. Der Vorsitzende war ein Mann aus dem Dorf, Jakiv Ivanovich Duschko, 45 Jahre alt, verheiratet, Frau und 3 Kinder. Ich arbeitete in der Kolchose und habe die Kontribution abgegeben. Landwirtschaftliche Produktion pro Hektar. Man hatte 197 Kilo Getreide pro Hektar abzugeben, Fleisch aus eigener Erzeugung auch. Kleinbauer 15 Kilo, mittlere Bauer 22 Kilo, reiche Bauer 38 Kilo. Ich gehörte zu den mittleren. Die Abgabenormen wurden ständig verändert, erhöht. Die Abgabe fand mit Gewalt statt. Die Menschen hatten Angst. Die Ernte 32/33 war ganz gut. Der Winter war sehr schneereich. Es war sehr kalt, bis zu minus 25 Grad. Im Dorf gab es rote Brigaden, die den Bauern das Getreide wegnahmen, alles bis zum letzten Korn. Die Bauern versteckten Getreide, hatten Angst vor Hunger. Es wurde trotzdem gefunden und weggenommen. Manche kamen ins Gefängnis. Ich erinnere mich sehr gut an den Tod durch Hunger. Alte und Junge endeten qualvoll. Ich musste zusehen, wie meine Nächsten starben. Dieses Gräuel wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben, bis zu meinem Tod. In unserer Familie sind mein Vater und meine Mutter verhungert. Sie waren 52 Jahre alt. Mein 2-jähriger Bruder und meine 16-jährige Schwester verhungerte auch. Es gab Fälle des Kannibalismus in unserem Dorf. In einer Familie haben die Eltern ihre Kinder aufgegessen. Fürchterlich. Ich erinnere mich gut an den Hunger.
Ich war aufgedunsen. Die Frauen hatten den Hunger leichter ertragen als die Männer. Man hat nackte Maiskolben gemahlen, sie zusammen mit irgendwelchen Wurzeln gegessen. Faule Futterkartoffeln, Katzen, tote Kühe, Pferde. Ich habe gesehen, wie eine Kuh und ein Pferd verendeten und ausgemergelte Menschen zu ihnen liefen. Schrecklich war es zuzusehen, wie gierig die Menschen das Fleisch aßen. Einige starben selber kurze Zeit darauf und blieben tot auf der Erde liegen. Wer hat sie zu Grabe getragen? Was für eine Tragödie. Im Frühjahr, wenn gesät wurde, konnte man rohe Getreidekörner und Maiskörner essen. Man durfte nicht klauen, doch der Hunger war stärker. Die Leute klauten Getreidekörner, wenn sie erwischt wurden, wurden sie bestraft. Für eine Handvoll Getreide bekam man zwischen einem und drei Jahre Gefängnis. So hat zum Beispiel Krivoschik Lidia einen Eimer Getreide geklaut und saß im Knast mit ihrer Freundin Oksana Keretschak. Ihre Kinder kamen ins Heim. Danke. Dankeschön. Sie sind der Nächste, bitte. So, dankeschön. Mein Name ist Juri Frolov, Büroprofessor Heiko Heißenkämper. Ja, kurz über mich. Ich komme aus Russland ursprünglich. Und bevor jetzt gesagt wird, dass ich etwas aus russischer Seite sage, ich kann sagen, dass ich von meiner Oma, die ist inzwischen Jahrgang 37 und ein perfektes Gedächtnis hat, die gleichen Geschichte gehört habe über Hunger. Und ich verteidige auf keinen Fall oder werde auf keinen Fall Stalin verteidigen, denn finde ich, ich bin Historiker auch, und den finde ich als ja, ein Mörder und ein schizophrenischer Mörder. Aber wie es im Deutschen gesagt wird, der Teufel liegt in Details. Und ich möchte auf die Statistik eingehen, die Sie, Herr Professor, erwähnt haben. Ja, ich habe vergessen, mich bei Ihnen für Ihren Vortrag zu bedanken. Und Ihre Statistik entspricht der Statistik aus dem Buch von Anna Apfelbaum. Und die stützt wiederum auf die Untersuchungen von Oleg Volarina aus der Universität North Carolina. 2016 war die Untersuchung. Und da kommt, von dort aus kommt diese Zahl über 3,9 Millionen Ukrainern mit 0,6 Millionen Ungeborenen sozusagen. Und in der Einleitung von dieser Arbeit steht es, dass ja, die Sowjetunion die Statistik gefälscht hat, was tatsächlich ist, und die Volkszählung von 1937 gefälscht wurde. Und daher geht man davon aus, dass die neueren Zahlen aus offenen Archiven, was die ukrainischen Kollegen wirklich gut gemacht haben, richtiger sind, die neuen Zahlen. Ich habe aber andere Zahlen, die nur von diesen Volkszählungen ausgehen. Der Vergleich mit der Volkszählung 1926 und 37. Und verhältnismäßig, das sagt der Historiker aus einer renommierten Serie, die kennen Sie wahrscheinlich, Herr Simon, die Geschichte des Stalinismus, eine internationale Serie, der Forscher heißt Kontraschin, und da steht es, dass in der Ukraine 20,5% gestorben sind, in Kasachstan 30%, also noch höher als 14,9%. Und weiter steht es, dass in der Wolga-Region 23% und in Nordkaukasus 20% gestorben sind. Also die Zahlen sind höher als die, die wir gehört haben. Und meine Frage ist, wenn die Statistik, erste Frage, warum wurde die Statistik gefälscht aus Ihrer Sicht? Wenn überhaupt hatte Stalin zu fürchten, wenn er Herr in seinem Hause war? Was war der Zweck? Und zweitens, kann man sagen, dass nur die ukrainebezogene Statistik gefälscht wurde oder doch von den ganzen Regionen, um das ganze Bild zu vertuschen? Und dann kommt ja wieder diese Frage, Sie haben über 3% der ländlichen Bevölkerung Russlands gesprochen. Ländlichen?
Ländlichen, ja, ländlichen, Entschuldigung. Meinen Sie die ganze russische sowjetische Republik oder sollte man doch eher über die Regionen sprechen, die am meisten betroffen wurde, wie diese Wolga-Region und Nordkaukasus, und von dort aus eine Relativierung zu machen, also eine vergleichende Statistik zu machen? Daher, meine Meinung ist, vielleicht kann man doch, wenn man diese Vergleiche sieht, über einen Soziozid sprechen, wie Herr Dr. Friesen gesagt hat, dass man vor allen Dingen eine soziale Gruppe ausrotten wollte und nur über einen Soziozid mit einer nationalen Färbung oder nationalen Hintergrund im ukrainischen Fall. Danke sehr. Herr Simon. Also die Statistik von 1937, die Volkszählungsstatistik, wurde gefälscht, die wurde vor allen Dingen nicht veröffentlicht. Die Reste, soweit sie erhalten sind, sind erst jetzt in postsowjetischer Zeit ans Licht gekommen. Stalin, vielleicht bin ich persönlich, aber die Stalin-Führung ließ die Volkszählung von 1937 totschweigen. Nicht nur das, die Volkszähler wurden erschossen. Das ist ja auch immer besser. Dann hat man keine Zeugen mehr. Warum war das so? Weil die Statistik von 1937, die demografischen Grunddaten, standen in krassem Widerspruch zu dem, was erwartet worden war. Und das waren ja, vorausgegangen waren ja die Jahre des angeblichen Aufbaus des Sozialismus. Und Stalin und seine Führung waren der Meinung, dass in diesen Jahren die Bevölkerung der Sowjetunion gewaltig zugenommen hat. Die Statistik stellte fest, in vielen Regionen, im Gegenteil, hatte die Bevölkerung abgenommen. Das durfte aber nicht sein, das konnte nicht sein. Während des Aufbaus des Sozialismus wächst die Bevölkerung und nimmt nicht ab. Deswegen wurden diese Statistiken vernichtet, nicht publiziert, und die Befrager, die das berechnet hatten, wurden erschossen. Das betraf nicht nur die Ukraine, sondern betraf die Sowjetstatistik von 1937 insgesamt. Kondraschin. Ist ein sehr solider russischer Forscher, das ist wahrscheinlich der beste Mann, der sich mit dem Hunger auf den Territorien der Russischen Föderation beschäftigt hat. Wenn man genau hinschaut und die Zahlen von Kondraschin mit den Zahlen von ukrainischen Wissenschaftlern vergleicht, dann sieht man, dass die gar nicht weit voneinander abweichen. Was Kondraschin nicht akzeptiert, ist dieser Bezug auf die Genozid am ukrainischen Volk. Das, weiß ich aus politischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, das bestreitet Kondraschin in der Tat. Aber die Opferzahlen, die Sie bei Kondraschin finden, die betreffen ja nicht die Ukraine, sondern die betreffen die Russische Föderation, aber eben auch den Nordkaukasus, der ja ein Teil der Russischen Föderation war. Und da sehen Sie, dass die Zahlen gar nicht so weit voneinander abweichen, weil ähnliche Methodik verwendet wird. Und zwar eben nicht, Sie können nicht nur die Methode der Vergleichen der Volkszählung. Das ist eine wichtige Quelle, aber das ist nicht die einzige. Man muss, und die Spezialisten verwenden viele andere Zahlen und Methoden inzwischen auch. Man versucht zum Beispiel, in Regionen, wo exzessive Tote zu beklagen waren, versucht man zu rekonstruieren, wie viele Leute sind in den Dörfern gestorben, soweit das geht. Manchmal geht das nicht, aber hin und wieder kann man schon Aufzeichnungen, standesamtliche Aufzeichnungen finden. Zwar ist in diesen standesamtlichen Aufzeichnungen nicht die Todesursache aufgeführt, weil das verboten wurde. Es gehört auch zu diesen Maßnahmen zur Leugnung und Vertuschung. Es wurde verboten, in den standesamtlichen Eintragungen Todesursachen aufzuführen.
Dennoch kann man mit einigem Geschick und Vergleich eben doch exzessive Todesraten berechnen. Also ich kann das nicht, aber es gibt Leute, die das eben machen und die das können. Das ist eine sehr aufwendige und pingelige Arbeit, aber man kann das machen. Und auch Kandraschin hat das gemacht und die Ukrainer haben das auch in großem Stile gemacht. Was mich immer beeindruckt hat, ist eben die Tatsache, so groß sind die Abweichungen nicht. Ich gebe zu, es gibt in der Ukraine Abweichungen ganz anderer Art. Es gibt oder hat vor allen Dingen in der Juschenko-Zeit die Tendenz gegeben, dass die ukrainische Regierung inflationäre Opferzahlen genannt hat. Und Juschenko selbst, der liebe Gott möge ihm verzeihen, gehört auch zu denen, die also sozusagen um einer guten Sache willen, wie ich mal annehme, inflationierte Opferzahlen für die Ukraine damals in die Welt gesetzt hat. Heute werden die nicht mehr zitiert, weil sich herausgestellt haben, das stimmt so nicht. Deswegen, die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, sind ja eher konservative, sind ja eher zurückhaltende Zahlen. Und wie Sie mit Recht gesagt haben, wenn man nur die Volkszählungsergebnisse ansieht, kommt man sogar zu höheren Zahlen. Aber man kann eben nicht nur die Volkszählungsergebnisse anschauen. Es gibt viele weitere methodische Wege auch, um Opferzahlen zu ermitteln. Das dazu. Ich darf vielleicht noch ein letztes Wort, also als Kommentar zu Ihrer Oral History hinzufügen. Ich weiß nicht, Pavel Klimkin, der ja hier ukrainischer Botschafter, in lange Jahre in Berlin war, hat mir selbst erzählt aus seiner eigenen Familie, nicht er selbst, aber von seinen Großeltern und Großonkeln, die am Hunger gestorben sind. Sie könnten also Pavlo Klimkin, den nachmaligen Außenminister, auch befragen. Es gibt sehr viele, nicht er selbst hat das natürlich erlebt, er ist ja viel jünger, als ich, aber er weiß das aus der Familientradition. Das wurde in den Familien, wurden die Storys weitergegeben. Das durfte natürlich nicht nach außen weitergegeben werden, aber in den Familien gab es dieses Wissen. Ich schließe nicht aus, und das muss man auch, wir sind alle Menschen, bedenken, dass in den Familien möglicherweise die eine oder andere Story auch übertrieben worden ist. Die Zahl der Opfer auch nicht mehr so ganz präsent war. Und dass dann nachher auch, was vor 30 oder 40 Jahren gewesen ist, wenn ich das heute erzähle, selbst aus meinem eigenen Leben, da stelle ich manchmal fest, stimmt das überhaupt, was du da erzählst? War das wirklich so oder war es vielleicht doch ein bisschen anders? Ich sage das zum Schluss einfach auch, um uns aufzufordern, realistisch zu sein und jetzt unsere Emotionen auch zu zügeln und auch die Empörung zu zügeln. Dass dies ein Menschheitsverbrechen war, ein Genozid am ukrainischen Volk, steht für mich fest. Aber das heißt nicht, dass jede Story, die da erzählt wird, nun eins zu eins zum Nennwert zu nehmen ist. Vielen, vielen Dank. Wir sind in der Zeit sehr fortgeschritten. Wir haben sehr viele Fakten gehört. Wir haben sehr viele Fragen aufgeworfen. Wir haben, ich denke, sehr viel zur Meinungsbildung beitragen können bei diesem sehr, sehr wichtigen Thema, einem großen Verbrechen gegen die Menschheit, wie das im Englischen eigentlich richtig heißt, wenn man es ins Deutsche sauber übersetzt. Das hat uns auch Herr Desaias mal genauer erläutert und das stimmt auch, wenn man es genau nachguckt. Dieses große Verbrechen wird uns beschäftigen in den nächsten Wochen, die Kollegen im Petitionsausschuss. Es wird danach vermutlich auch das Plenum des Deutschen Bundestags beschäftigen. Dafür haben wir hier die Grundlage geliefert mit einer besonderen Veranstaltung vor allen anderen Fraktionen. Vielen Dank natürlich zuallererst an Professor Gerhard Simon. Vielen, vielen Dank. Ganz toll, dass Sie hier bei uns waren und so ausführlich Stellung genommen haben. Ich dachte, Sie kriegen jetzt zwei Fläschchen Parfüm oder was haben wir jetzt so Schönes? Nein, es ist doch was anderes. Es ist natürlich was Nachhaltiges. Und ist ein Buch auch dabei oder was ist das? Wir sind ja in Berlin, deswegen gibt es etwas Schokoladiges, was auch berlinerisch aussieht, nämlich mit dem Bären.
Und möchte mich auch nochmal bedanken. Vielen Dank, Herr Simon. Ganz, ganz toll. Die beiden Arbeitskreise für Petitionen. Die Flasche kommt natürlich auch. Und ich vom Arbeitskreis für Menschenrechte. Wir bedanken uns sehr, sehr für Ihre sehr wegweisenden und grundlegenden Dinge und dass Sie hier bei uns so lange und so ausführlich